So, ihr Lieben, weiter geht's mit Kapitel 7. Neutral wie die Schweiz. Auf der Heimfahrt achtete ich nicht sonderlich auf die Straße, die nass in der Sonne glänzte. Ich dachte an alles, was Jacob mir erzählt hatte und versuchte, die Zusammenhänge zu begreifen. Es war viel zu viel und doch war mir leichter ums Herz. Ich hatte Jacob lächeln sehen und wir hatten alle Geheimnisse ausgesprochen. Die Situation war immer noch nicht ideal, aber doch besser als vorher. Es war gut, dass Shin gefahren war. Jacob brauchte mich. Und offenbar, dachte ich, als ich auf die glitzernde Straße blinzelte, bestand keine Gefahr. Es kam aus dem Nichts. Eben noch hatte ich nur die sonnenbeschienene Landstraße im Rückspiegel gehabt und im nächsten Moment klebte mir ein silberner Volvo direkt an der Stoßstange. So ein Mist, jammerte ich. Ich erwog, an den Rand zu fahren. Aber ich war zu feige, mich ihm jetzt schon zu stellen. Ich hatte gedacht, ich könnte mich noch ein bisschen auf unser Wiedersehen vorbereiten. Und ich hatte mich darauf verlassen, dass Charlie als Puffer da sein würde. Wenigstens würde Edward in Charlies Gegenwart nicht herumbrüllen. Der Volvo fuhr nur wenige Zentimeter hinter mir. Ich schaute starr nach vorn. Feige, wie ich war, fuhr ich schnurstracks zu Angela, ohne auch nur ein einziges Mal dem Blick zu begegnen, der mir ein Loch in den Rückspiegel brannte. Er folgte mir, bis ich vor dem Haus der Webers hielt. Ich blickte nicht auf, als er an mir vorbeifuhr. Ich wollte die Wut in seinem Gesicht nicht sehen. Sobald er außer Sicht war, rannte ich den kurzen Weg bis zur Haustür. Ich hatte kaum geklopft, da riss Ben schon die Haustür auf, als hätte er direkt dahinter gestanden. Hi Bella, sagte er überrascht. Hi Ben, ist Angela da? Ich fragte mich, ob Angela unsere Verabredung vergessen hatte und wand mich innerlich bei der Vorstellung, früher nach Hause fahren zu müssen. Klar, sagte Ben, und da erschien Angela auch schon oben auf der Treppe. Bella, rief sie. Ben blickte an mir vorbei, als draußen ein Auto zu hören war. Das Geräusch machte mir keine Angst. Stotternd erstarb der Motor, dann das laute Knallen eines Auspuffs. Ganz anders als das Schnurren eines Volvos. Das war wohl der Besuch, den Ben erwartete. Austin ist da, sagte Ben, als Angela nach unten kam. Auf der Straße ertönte ein Hupen. Bis später, sagte Ben, du fehlst mir jetzt schon. Er umarmte Angela und zog ihr Gesicht zu sich herunter, um sie stürmisch zu küssen. Kurz darauf hupte Austin wieder. Tschüss, Ange, ich liebe dich, rief Ben und sauste an mir vorbei. Angela schwankte, die Wangen leicht rosa. Dann riss sie sich zusammen und winkte, bis Ben und Austin außer Sicht waren. Sie drehte sich zu mir herum und grinste zerknirscht. Ich bin dir echt dankbar, Bella, sagte sie. Erstens bewahrst du meine Hände vor einem Dauerschaden und zweitens rettest du mich vor 2 elendlangen Stunden in einem miesen, schlecht synchronisierten Material Arts Film. Sie seufzte erleichtert. Stets zu Diensten. Die Panik hatte sich ein bisschen gelegt. Ich konnte wieder gleichmäßig atmen. Hier war alles so normal. Angelas harmlose menschliche Dramen hatten etwas eigenartig Beruhigendes. Es war schön, dass das Leben anderswo so alltäglich war. Ich ging mit Angela die Treppe hoch in ihr Zimmer. Im Gehen kickte sie Spielsachen aus dem Weg. Es war ungewöhnlich ruhig im Haus. Wo ist deine Familie? Meine Eltern sind mit den Zwillingen zu einer Geburtstagsfeier in Port Angeles gefahren. Ich kann es kaum fassen, dass du mir helfen willst. Ben behauptet, er hätte schon eine Sehnenscheidenentzündung von seinen Karten. Sie schnitt eine Grimasse. Also, mir macht das überhaupt nichts aus, sagte ich. Als wir in Angelas Zimmer kamen, sah ich den Stapel Briefumschläge, die auf uns wartete. Oje, rief ich. Angela sah mich entschuldigend an. Jetzt verstand ich, weshalb sie das vor sich hergeschoben hatte und wieso Ben sich herausgewunden hatte. Und ich dachte, du übertreibst, sagte ich. Schön wär's. Willst du mir immer noch helfen? Von mir aus können wir sofort loslegen. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Angela teilte den Stapel in der Mitte und legte das Adressbuch ihrer Mutter zwischen uns auf den Tisch.
Eine Weile waren wir ganz bei der Sache, nur das Kratzen unserer Füller war zu hören. »Was macht Edward heute Abend?« fragte sie nach einer Minute. Mein Füller stach in den Briefumschlag, den ich gerade beschriftete. »Emmett ist übers Wochenende zu Hause. Wahrscheinlich sind sie zusammen wandern.« »Du sagst das so, als ob du dir nicht sicher wärst.« Ich zuckte die Schultern. »Du hast Glück, dass Edward seine Brüder zum Wandern und Zelten hat. Ich wüsste nicht, was ich tun sollte, wenn Ben nicht Ausdehn für die ganzen jungen Sachen hätte.« »Ja, ich hab's auch nicht so mit der freien Natur. Außerdem könnte ich nie mit ihm mithalten.« Angela lachte. »Ja, ich bin auch lieber drin.« Jetzt konzentrierte sie sich wieder auf ihren Stapel. Ich schrieb 4 weitere Adressen. Mit Angela musste man nie angestrengte Konversation machen. Ähnlich wie Charlie war sie jemand, mit dem man auch ganz gut schweigen konnte. Aber, und darin ähnelte sie eher René, sie merkte manchmal zu viel. »Hast du irgendetwas?« fragte sie leise. »Du wirkst so nervös.« Ich lächelte verlegen. »Fällt das so sehr auf?« »Nicht besonders.« Wahrscheinlich log sie mir zuliebe. »Du brauchst es mir nicht zu sagen, wenn du nicht willst«, sagte sie. »Aber wenn es dir hilft, höre ich dir gerne zu.« Ich wollte schon sagen, »Danke, lieb von dir, aber besser nicht. Es gab einfach zu viele Geheimnisse, die ich für mich behalten musste. Ich konnte meine Probleme nicht mit einem Menschen besprechen. Das verstieß gegen die Regeln. Aber genau das wollte ich plötzlich unbedingt. Ich wollte mit einer normalen, menschlichen Freundin reden. Ich wollte ein bisschen jammern, wie alle Mädchen in meinem Alter. Wie schön wäre es, wenn meine Probleme so einfach gewesen wären. Und wie schön wäre es, jemanden zu haben, der nichts mit diesen Vampir-Werwolf-Geschichten zu tun hatte und die Dinge ins rechte Licht drücken konnte. Jemand Unvoreingenommenes. »Ich werde nicht weiter fragen«, sagte Angela und schrieb lächelnd an ihren Adressen weiter. »Das kannst du ruhig«, sagte ich. »Du hast recht. Ich bin nervös. Es ist wegen Edward.« »Wieso?« Es war so leicht, mit Angela zu reden. Wenn sie so eine Frage stellte, wusste ich, dass sie nicht vor Neugier starb oder auf Klatsch aus war, so wie Jessica. Sie interessierte sich ernsthaft für meine Sorgen. »Ach, er ist sauer auf mich.« »Das kann ich mir kaum vorstellen«, sagte sie. »Weswegen denn?« Ich seufzte. »Erinnerst du dich an Jacob Black?« »Ach so«, sagte sie. »Ja, er ist eifersüchtig.« »Nein, nicht eifersüchtig. Ich hätte den Mund halten sollen. Es gab keine Möglichkeit, die Sache richtig zu erklären, aber ich wollte trotzdem darüber reden. Ich hatte gar nicht gewusst, dass ich mich so danach sehnte, mit einem Menschen darüber zu sprechen. Edward meint, Jacob hätte, naja, einen schlechten Einfluss auf mich. Das ist es wohl. Dass er irgendwie gefährlich ist. Du weißt ja, die Sache mit dem Hausarrest. Aber trotzdem ist das alles lächerlich.« Es überraschte mich, dass Angela den Kopf schüttelte. »Was ist?« fragte ich. »Bella, ich habe gesehen, wie Jacob Black dich anschaut. Ich wette, dass das eigentliche Problem Eifersucht ist.« »So ist es aber nicht mit Jacob. Für dich vielleicht, aber für Jacob?« Ich runzelte die Stirn. »Jacob weiß über meine Gefühle Bescheid. Ich habe ihm alles erzählt.« »Aber Edward ist auch nur ein Mensch, Bella. Er reagiert genauso wie jeder andere Junge.« Ich verzog das Gesicht. Dazu fiel mir nichts ein. Sie tätschelte mir die Hand. »Er wird schon darüber hinwegkommen.« »Hoffentlich. Jake hat gerade eine ziemliche Krise. Er braucht mich.« »Jacob und du, ihr habt ein ziemlich enges Verhältnis, oder?« »Er gehört praktisch zur Familie«, sagte ich. »Und Edward kann ihn nicht leiden. Das stelle ich mir schwierig vor.« »Ich weiß nicht, wie Ben sich in so einer Situation verhalten würde«, sagte sie nachdenklich. Ich lächelte ein wenig.
Wahrscheinlich wie jeder andere Junge. Sie grinste. Ja, wahrscheinlich. Dann wechselte sie das Thema. Angela bohrte niemals und schien zu spüren, dass ich nicht mehr sagen wollte. Oder konnte. Gestern habe ich erfahren, in welchem Wohnheim ich untergebracht bin. Natürlich ist es das, welches am allerweitesten vom Campus entfernt ist. Weiß Ben schon, wo er wohnt? In dem Wohnheim, das am nächsten am Campus liegt. Er ist echt ein Glückspilz. Und du? Weißt du schon, wohin du gehst? Ich starrte auf meinen Briefumschlag und versuchte, mich auf mein Gekrakel zu konzentrieren. Bei der Vorstellung, dass Angela und Ben in ein paar Monaten an der University in Seattle studieren würden, wurde mir ganz mulmig. Ob es dort dann nicht mehr gefährlich war? Ob der wilde Jungvampir bis dahin woanders hingezogen war? Gab es dann vielleicht eine andere Stadt, über die solche Horrorschlagzeilen verbreitet wurden? Und war ich dann an der neuen Schlagzeile schuld? Ich versuchte, diesen Gedanken abzuschütteln und antwortete mit leichter Verzögerung. Wahrscheinlich nach Alaska, an die Uni in Juneau. Ich hörte, wie überrascht sie war, als sie sagte, nach Alaska? Aha, echt? Ist ja super. Ich hätte nur gedacht, du würdest irgendwo hingehen, wo es wärmer ist. Ich lachte ein bisschen. Ich starrte immer noch auf den Briefumschlag. Ja, seit ich in Forks wohne, sehe ich vieles anders. Und Edward? Obwohl sich bei seinem Namen mein Magen zusammenzog, schaute ich auf und grinste sie an. Edward findet Alaska auch nicht zu kalt. Sie grinste zurück. Klar. Und dann seufzte sie. Das ist so weit weg. Du wirst nicht oft nach Hause kommen können. Du wirst mir fehlen. Mailst du mir? Eine leise Traurigkeit überkam mich. Vielleicht war es ein Fehler, die Freundschaft mit Angela zu vertiefen. Aber wäre es nicht noch trauriger, wenn ich mir diese letzte Chance entgehen ließe? Ich schüttelte die trübsinnigen Gedanken ab. Wenn ich nach dieser Aktion hier jemals wieder tippen kann. Ich nickte zu dem Stapel Briefumschläge, die ich schon beschriftet hatte. Wir lachten und dann plauderten wir über Studienfächer und Seminare, während wir die restlichen Umschläge fertig machten. Ich durfte einfach nicht darüber nachdenken. Außerdem hatte ich heute dringendere Sorgen. Ich half Angela noch, die Briefmarken aufzukleben, denn ich hatte Angst, nach Hause zu fahren. »Wie geht's deiner Hand?«, fragte sie. Ich bewegte die Finger. »Ich glaube, eines Tages werde ich sie wieder benutzen können.« Unten schlug die Haustür zu und wir schauten beide auf. »Ange«, rief Ben. Ich versuchte zu lächeln, aber meine Lippen bebten. »Ich glaube, das ist jetzt mein Stichwort.« »Du kannst gerne noch bleiben, obwohl er mir jetzt wahrscheinlich den Film erzählen wird. In allen Einzelheiten.« »Charlie fragt sich bestimmt auch schon, wo ich bleibe.« »Danke, dass du mir geholfen hast.« »Hat doch Spaß gemacht. Sowas sollten wir öfter machen. Nur wir Mädels.« »Auf jeden Fall.« Jetzt klopfte es leise an der Tür. »Komm rein, Ben«, sagte Angela. Ich stand auf und reckte mich. »Hi, Bella. Du hast es überlebt«, sagte Ben und nickte mir zu, ehe er sich neben Angela setzte. Er betrachtete unser Werk. »Nicht schlecht. Schade, dass ihr mir nichts übrig gelassen habt. Ich hätte zu gern...« Er ließ den Satz in der Luft hängen, dann sagte er begeistert, »Ange, du hast echt was verpasst. Das war ein super Film. Diese Schlussszene, einfach unglaublich. Der eine Typ, naja, du musst es dir selbst angucken, dann weißt du, wovon ich rede.« Angela schaute mich an und verdrehte die Augen. »Bis morgen in der Schule«, sagte ich mit einem nervösen Kichern. Sie seufzte. »Bis dann.« Auf dem Weg zu meinem Wagen war ich angespannt, aber die Straße war leer. Während der ganzen Heimfahrt schaute ich nervös in sämtliche Spiegel, aber das silberne Auto war nirgends zu sehen. Auch vor unserem Haus stand sein Wagen nicht, aber das hatte nicht viel zu bedeuten. »Bella«, rief Charlie, als ich die Haustür öffnete. »Hallo, Dad.« Er saß im Wohnzimmer vor dem Fernseher.
Wie war dein Tag? Gut, sagte ich. Ich konnte ihm genauso gut alles erzählen. Er würde es sowieso bald von Billy erfahren. Außerdem würde es ihn freuen. Im Sportgeschäft gab es für mich nichts zu tun. Da bin ich nach La Push gefahren. Seine Überraschung war nicht ganz überzeugend. Billy hatte wohl schon geplaudert. »Wie geht's, Jacob?« fragte Charlie und versuchte es beiläufig klingen zu lassen. »Gut«, sagte ich genauso beiläufig. »Warst du denn noch bei Angela?« »Ja, wir sind mit den Karten fertig geworden.« »Schön«, Charlie lächelte breit. Dafür, dass ein Spiel im Fernseher lief, war er erstaunlich aufmerksam. »Freut mich, dass du dich mal wieder mit deinen Freunden getroffen hast.« »Mich auch.« Ich schlenderte in die Küche und sah nach, ob es dort etwas zu essen gab. Leider hatte Charlie sein Geschirr schon abgewaschen. Ein paar Minuten stand ich herum und starrte auf den hellen Fleck, den die Sonne auf dem Fußboden warf. Ich wusste, dass ich es nicht ewig vor mir herschieben konnte. »Ich gehe hoch und lerne«, sagte ich mürrisch und ging zur Treppe. »Ja, ja, bis später«, rief Charlie mir nach. »Wenn ich es überlebe«, antwortete ich in Gedanken. Als ich in meinem Zimmer ankam, schloss ich sorgfältig die Tür, bevor ich mich umdrehte. Natürlich war er da. Er stand an der gegenüberliegenden Wand, im Schatten, neben dem geöffneten Fenster. Seine Miene war hart, seine Haltung angespannt. Wütend starrte er mich an, ohne ein Wort zu sagen. Ich duckte mich innerlich und wartete auf den Ausbruch. Aber es kam nichts. Er starrte mich nur an. Vielleicht war er zu wütend, um etwas zu sagen. »Hi«, sagte ich schließlich. Sein Gesicht war wie aus Stein gemeißelt. Ich zählte in Gedanken bis 100, aber es veränderte sich nichts. »Also, ich lebe noch«, setzte ich an. Tief in seiner Brust grollte es, aber seine Miene blieb unverändert. »Nichts passiert«, sagte ich achselzuckend. Jetzt endlich rührte er sich. Er schloss die Augen und zwickte sich mit der rechten Hand in den Nasenrücken. »Bella«, flüsterte er, »kannst du dir vorstellen, wie nah daran ich heute war, die Grenze zu überschreiten, den Vertrag zu brechen und dich zu suchen? Weißt du, was das bedeutet hätte?« Ich schnappte nach Luft und er machte die Augen auf. Sie waren so hart und kalt wie die Nacht. »Das kannst du nicht machen«, sagte ich zu laut. Ich dämpfte die Stimme, damit Charlie mich nicht hörte. Aber am liebsten hätte ich geschrien. »Edward, Ihnen wäre jeder Anlass für einen Kampf recht. Du würdest Ihnen einen Gefallen tun. Du darfst auf gar keinen Fall gegen die Abmachung verstoßen. Vielleicht sind Sie nicht die Einzigen, die sich über einen Kampf freuen würden.« »Du fängst nicht an«, sagte ich wütend. »Du hast den Vertrag geschlossen. Und jetzt hältst du dich auch daran, wenn er dir etwas tun würde.« »Hör auf damit«, sagte ich. »Du hast überhaupt keinen Grund zur Sorge. Jacob ist nicht gefährlich.« »Bella, was gefährlich ist und was nicht, kannst du nicht gerade besonders gut beurteilen. Ich weiß, dass ich mir wegen Jake keine Sorgen zu machen brauche und du auch nicht.« Er biss die Zähne zusammen. Die Hände hatte er neben dem Körper zu Fäusten geballt. Er stand immer noch an der Wand, schrecklich weit von mir entfernt. Ich atmete tief durch und ging auf ihn zu. Er rührte sich nicht, als ich die Arme um ihn legte. Im Kontrast zu der warmen Spätnachmittagssonne, die zum Fenster hereinfiel, fühlte seine Haut sich besonders eisig an. Und er wirkte auch wie aus Eis gemeißelt, so starr wie er war. »Es tut mir leid, dass du dir meinetwegen Sorgen gemacht hast«, sagte ich leise. Er seufzte und entspannte sich ein wenig. Er legte mir die Arme um die Taille. »Sorgen machen ist leicht untertrieben«, murmelte er. »Es war ein sehr, sehr langer Tag.« »Du hättest eigentlich gar nichts davon mitkriegen sollen«, sagte ich. »Ich dachte, ihr würdet länger jagen.« Ich sah ihm ins Gesicht, sah seinen entschuldigenden Blick. Vor lauter Aufregung hatte ich es gar nicht bemerkt, aber jetzt sah ich, dass seine Augen zu dunkel waren. Tiefviolette Schatten lagen darunter.
Ich runzelte missbilligend die Stirn. Als Alice dich verschwinden sah, bin ich zurückgekommen, erklärte er. Oh, das hättest du nicht tun sollen. Jetzt musst du nochmal los. Mein Stirnrunzeln vertiefte sich. Das hat Zeit. Oh, das ist echt albern. Ich meine, ich weiß ja, dass sie mich nicht sehen kann, wenn ich bei Jacob bin. Aber du hättest dir doch denken können. Ich habe es mir aber nicht gedacht, fiel er mir ins Wort. Und du kannst nicht erwarten, dass ich dich einfach... Oh doch, sagte ich, genau das erwarte ich von dir. Das wird nicht noch einmal vorkommen. Stimmt, weil du beim nächsten Mal nicht so ausrasten wirst. Weil es kein nächstes Mal geben wird. Ich habe doch auch Verständnis dafür, dass du losziehen musst, auch wenn es mir nicht gefällt. Das ist etwas ganz anderes. Ich setze dabei nicht mein Leben aufs Spiel. Ich auch nicht. Werwölfe sind gefährlich. Das sehe ich anders. Darüber verhandle ich nicht, Bella. Ich auch nicht. Jetzt hatte er die Hände wieder geballt. Ich spürte sie im Rücken. Die Worte kamen gedankenlos heraus. Geht es hier wirklich nur um meine Sicherheit? Wie meinst du das? Fragte er. Du bist nicht vielleicht. Jetzt kam mir Angelas Theorie noch alberner vor als vorhin. Es fiel mir schwer, den Satz zu vollenden. Ich meine, du bist ja wohl nicht etwa eifersüchtig, oder? Er zog eine Augenbraue hoch. Nicht? Sei mal ernst. Das fällt mir nicht schwer, denn das hier ist absolut nicht spaßig. Ich sah ihn misstrauisch an. Oder geht es hier etwa um etwas ganz anderes? Um diese blödsinnige Feindschaft zwischen Vampiren und Werwölfen? Ist es bloß ein Testosterongeladener? Seine Augen funkelten vor Zorn. Hier geht es nur um dich, nur um deine Sicherheit. Der Blick seiner glühend schwarzen Augen ließ keinen Zweifel zu. Na gut, ich seufzte. Ich glaube dir, aber merk dir eins. Mit eurer Feindschaft habe ich nichts zu tun. Ich bin neutrales Gebiet. Ich bin die Schweiz. Ich lasse mich nicht in Territorialkämpfe irgendwelcher übersinnlicher Wesen hineinziehen. Jacob gehört zur Familie. Du bist, nun ja, nicht gerade die Liebe meines Lebens, denn ich gehe davon aus, dass ich dich noch viel länger lieben werde. Du bist die Liebe meines Daseins. Mir ist es völlig egal, welcher Werwolf ist und wer Vampir. Und sollte es sich herausstellen, dass Angela eine Hexe ist, dann heiße ich sie willkommen im Club. Dann starrte er mich mit schmalen Augen an. Wie die Schweiz, wiederholte ich noch einmal. Er sah mich finster an und dann seufzte er. Bella, begann er. Dann brach er ab und rümpfte angewidert die Nase. Was ist denn jetzt schon wieder? Also, nimm es mir nicht übel, aber du stinkst wie ein Hund. Dann lächelte er sein schiefes Lächeln und der Kampf war vorüber. Vorerst. Edward musste den geplatzten Jagdausflug nachholen. Deshalb wollte er Freitagabend mit Jasper, Emmett und Carlisle in einem Naturschutzgebiet im nördlichen Kalifornien aufbrechen, wo es ein Problem mit Pumas gab. Zuerst waren wir uns in der Werwolf-Frage nicht einig geworden. Aber trotzdem hatte ich kein schlechtes Gewissen, als ich Jake anrief und ihm für den kommenden Samstag meinen Besuch ankündigte. Ich hinterging Edward ja nicht. Er wusste, wie ich die Sache sah. Und wenn er wieder meinen Transporter lahmlegte, würde Jacob mich eben abholen. Forks war ein neutrales Gebiet, genau wie die Schweiz, genau wie ich. Als mich am Donnerstag Alice anstelle von Edward mit dem Volvo von der Arbeit abholte, ahnte ich noch nichts Böses. Die Beifahrertür stand offen und die Bässe eines Musikstücks, das ich nicht kannte, ließ das Auto beben. »Hallo Alice«, rief ich über das Gehämmer hinweg und stieg ein. »Wo ist dein Bruder?« Sie sang eine komplizierte zweite Stimme zu dem Lied, eine Oktave höher als die eigentliche Melodie. Sie nickte mir zu und überging meine Frage, während sie sich weiter auf die Musik konzentrierte. Ich schloss die Tür und hielt mir die Ohren zu. Sie grinste und drehte die Musik leiser,
bis sie nur noch im Hintergrund zu hören war. Dann ließ sie den Wagen an und gab im selben Moment Gas. »Was ist los?«, fragte ich. Ich fühlte mich allmählich unbehaglich. »Wo ist Edward?« Sie zuckte die Schultern. »Sie sind schon früh weg.« »Ach so.« Ich versuchte, das blödsinnige Gefühl von Enttäuschung zu unterdrücken. »Wenn er früh losgezogen war, würde er umso früher zurückkommen«, sagte ich mir. »Alle Jungs sind weg und wir machen eine Pyjama-Party«, verkündete sie trällernd. »Eine Pyjama-Party«, wiederholte ich. Jetzt war mein Misstrauen endgültig geweckt. »Ja, ist das nicht aufregend?«, juchzte sie begeistert. Ich sah ihr lange in die Augen. »Du entführst mich, stimmt's?« Sie nickte lachend. »Ja, bis Samstag. Esme hat alles mit Charlie besprochen. Du bleibst 2 Nächte bei mir und ich nehme dich morgen mit zur Schule und auch wieder mit zurück.« Zähneknirschend wandte ich das Gesicht zum Seitenfenster. »Tut mir leid«, sagte Alice, ohne den leisesten Anflug von Reue in der Stimme. »Er hat mich bestochen.« »Womit?«, zischte ich durch die Zähne. »Mit dem Porsche. Es ist genau der gleiche wie der, den ich in Italien geklaut habe.« Sie seufzte glücklich. »In Forks soll ich damit nicht rumfahren, aber wenn du Lust hast, kann ich dir mal zeigen, wie lange wir damit von hier nach L.A. brauchen. Ich wette, wir wären vor Mitternacht zurück.« Ich atmete tief durch. »Ich glaube, ich verzichte«, sagte ich und unterdrückte ein Schaudern. Viel zu schnell kurften wir über die lange Auffahrt. Alice fuhr den Volvo in die Garage und ich warf schnell einen Blick zu den anderen Wagen. Da standen Emmets großer Jeep und Rosalies rotes Cabrio und dazwischen ein kanariengelber Porsche. Anmutig hüpfte Alice heraus und strich mit der Hand über ihre neue Errungenschaft. »Oh, schön nicht, oder?« »Ein bisschen übertrieben«, krummelte ich ungläubig. »Das hat er dir geschenkt, nur damit du mich 2 Tage lang als deine Geisel nimmst?« Alice verzog das Gesicht. Gleich darauf kapierte ich und schnappte entsetzt nach Luft. »Das ist für jedes Mal, wenn er weg ist, oder?« Sie nickte. Ich knallte die Tür zu und stampfte zum Haus. Sie tänzelte neben ihr her, immer noch ohne jegliche Reue. »Alice, findest du nicht, dass er ein bisschen zu sehr über mich bestimmt? Findest du das nicht ein bisschen krank?« »Eigentlich nicht«, sie schnaubte. »Du scheinst dir nicht darüber im Klaren zu sein, wie gefährlich junge Werwölfe sind, zumal ich die Werwölfe nicht sehen kann. Edward kann nicht sicher sein, dass dir nichts zustößt. Du bist zu waghalsig.« Meine Stimme wurde eisig. »Ja, und eine Pyjama-Party mit Vampiren ist das Ungefährlichste, was man sich eben vorstellen kann.« Alice lachte. »Du bekommst von mir eine Pediküre und so weiter«, versprach sie. Es war eigentlich gar nicht so übel, abgesehen davon, dass ich gegen meinen Willen festgehalten wurde. Esme holte italienisches Essen, richtige Leckereien aus Port Angels, und Alice hatte meine Lieblingsfilme besorgt. Selbst Rosalie war da. Sie hielt sich still im Hintergrund. Alice bestand tatsächlich auf der Pediküre, und ich fragte mich, ob sie irgendeine Liste abarbeitete. Wohlmöglich hatte sie das aus einer schlechten Sitcom. »Wie lange willst du heute Abend aufbleiben?«, fragte sie, als meine Zehennägel blutrot schimmerten. Sie ließ sich von meiner schlechten Laune nicht beeindrucken. »Ich will überhaupt nicht lange aufbleiben. Wir haben morgen Schule.« Sie zog eine Flunsch. »Wo soll ich denn eigentlich schlafen?« Skeptisch betrachtete ich das Sofa. Es war ein bisschen zu kurz. »Kannst du nicht bei mir zu Hause auf mich aufpassen?« »Was wäre das denn für eine Pyjama-Party?« Alice schüttelte empört den Kopf. »Du schläfst in Edwards Zimmer.« Ich seufzte. Sein schwarzes Ledersofa war tatsächlich länger als dieses hier, und der goldene Teppich in seinem Zimmer war so dick, dass der Fußboden wahrscheinlich auch keine schlechte Alternative wäre. »Kann ich wenigstens noch mal nach Hause und meine Sachen holen?« Sie grinste. »Schon erledigt.«
Darf ich dein Telefon benutzen? Charlie weiß, wo du bist. Ich wollte nicht Charlie anrufen. Ich runzelte die Stirn. Du müsstest doch wissen, dass ich eine Verabredung absagen muss. Ach so, sie überlegte. Ich weiß nicht recht. Alice, jammerte ich, komm schon. Also gut, sagte sie und huschte aus dem Zimmer. Eine halbe Sekunde später kam sie mit dem Mobiltelefon in der Hand zurück. Er hat es jedenfalls nicht ausdrücklich verboten, murmelte sie, als sie mir es überreichte. Ich wählte Jacobs Nummer und hoffte, dass er nicht gerade mit seinen Freunden unterwegs war. Ich hatte Glück, er ging selbst ans Telefon. Hallo? Hallo Jake, ich bin's. Alice sah mich einen Augenblick ausdruckslos an. Dann drehte sie sich um und setzte sich zwischen Rosalie und Esme aufs Sofa. Hi Bella, sagte ich Jacob. Er klang plötzlich misstrauisch. Was gibt's? Nichts Gutes. Ich kann am Samstag doch nicht kommen. Er schwieg einen Moment. Dämlicher Blutsauger, sagte er dann leise. Ich dachte, er wäre weg. Darfst du nicht einmal leben, wenn er weg ist? Oder sperrt er dich in einen Sarg? Ich lachte. Das ist überhaupt nicht witzig. Ich lache nur, weil du so nah dran bist, sagte ich. Aber Samstag ist er wieder zurück, also wäre es sowieso nicht gegangen. Dann frisst er in Forks? Fragte Jacob schneidend. Nein, ich ließ mich nicht provozieren. Schließlich war ich fast so wütend wie er. Er ist einfach früher losgefahren. Ach so, na dann komm doch jetzt vorbei, sagte er, auf einmal ganz begeistert. Ist ja noch nicht so spät. Oder ich komme zu euch. Das wäre schön, aber ich bin nicht zu Hause, sagte ich verdrossen. Ich werde sozusagen gefangen gehalten. Als er den Sinn meiner Worte erfasste, wurde er still. Dann knurrte er. Wir kommen und holen dich, sagte er entschieden. Automatisch verfiel er in den Plural. Es lief mir kalt über den Rücken, aber ich antwortete in neckendem Ton, sehr verlockend, ich werde hier ganz schön gefoltert. Alice hat mir die Zehennägel lackiert. Ich meine es ernst. Lieber nicht. Sie wollen mich nur beschützen. Ich knurrte wieder. Ich weiß, dass es lächerlich ist, aber Sie haben das Herz auf dem rechten Fleck. Das Herz, rief er höhnisch. Tut mir leid wegen Samstag, sagte ich. Ich muss jetzt ins Bett. Aufs Sofa verbesserte ich mich in Gedanken, aber ich rufe dich bald wieder an. Bist du dir sicher, dass sie das erlauben? Fragte er in ätzendem Ton. Nicht ganz, ich seufzte. Gute Nacht, Jake. Bis dann. Plötzlich war Alice neben mir und streckte die Hand nach dem Telefon aus, aber ich wählte schon wieder. Ich glaube nicht, dass er sein Telefon dabei hat, sagte sie, als sie die Nummer sah. Ich spreche ihm auf die Mailbox. Es klingelte viermal, dann kam ein Piepton, keine Ansage. Du hast ein großes Problem, sagte ich und betonte jedes einzelne Wort. Ein riesiges Problem. Wütende Grizzlybären sind nichts gegen das, was dich zu Hause erwartet. Ich klappte das Telefon zu und legte es Alice in die ausgestreckte Hand. Das war's. Ich grinste. Es ist eigentlich ganz lustig, dich als Geisel zu haben. Ich gehe jetzt schlafen, verkündete ich und ging zur Treppe. Alice folgte mir auf den Fuß. Alice, sagte ich seufzend, ich hau schon nicht ab. Wenn ich das vorhätte, wüsstest du es, und wenn ich es versuchen würde, würdest du mich wieder einfangen. Ich möchte dir nur zeigen, wo du alles findest, sagte sie unschuldig. Edwards Zimmer lag ganz am Ende des Flurs im zweiten Stock. Eigentlich nicht zu verfehlen, selbst wenn ich das riesige Haus nicht so gut gekannt hätte. Doch als ich das Licht einschaltete, stutzte ich. Hatte ich mich in der Tür geirrt? Alice kicherte. Es war dasselbe Zimmer, merkte ich jetzt, aber es war umgeräumt worden. Das Sofa war an die nördliche Wand gerückt worden und die Stereoanlage stand vor dem riesigen CD-Regal, damit das gigantische Bett hineinpasste, das jetzt den größten Teil des Raumes einnahm. Die südliche Wand war aus Glas und darin spiegelte sich das Bett, was es doppelt so schlimm machte. Alles war aufeinander abgestimmt. Die Bettdecke war mattgolden, eine Nuance heller als die Wände.
Das Bettgestell bestand aus schwarzem, fein gearbeitetem Schmiedeeisen. Metallrosen rankten sich an den hohen Pfosten entlang und bildeten oben ein laubenähnliches Gitter. Mein Schlafanzug lag ordentlich gefaltet am Fußende, meine Kulturtasche auf einer Seite des Betts. »Was soll das alles?« stieß ich hervor. »Du hast doch nicht im Ernst gedacht, er würde dich auf dem Sofa schlafen lassen, oder?« Ich murmelte etwas Unverständliches. Dann nahm ich meine Sachen vom Bett. »Ich lasse dich jetzt allein«, Alice lachte. »Bis morgen früh.« Nachdem ich mich umgezogen und die Zähne geputzt hatte, schnappte ich mir ein dickes Federkissen von dem riesigen Bett und zog die goldene Decke zum Sofa. Ich wusste, dass ich mich albern benahm, aber das war mir echt egal. Ein Porsche als Bestechungsgeld und Himmelbetten in Häusern, in denen niemand schlief. Das war mehr als ärgerlich. Ich schaltete das Licht aus und legte mich aufs Sofa, obwohl ich nicht wusste, ob ich mit so einer Wut im Bauch überhaupt schlafen konnte. Im Dunkeln war die glänzende Wand kein schwarzer Spiegel mehr, der den Raum verdoppelte. Das Mondlicht ließ die Wolken vor dem Fenster leuchten. Als meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich, dass das diffuse Licht die Baumwipfel erhellte und ein kleiner Streifen des Flusses glitzern ließ. Ich schaute in das Silberlicht und wartete darauf, dass mir die Lider schwer würden. Da klopfte es leise an die Tür. »Alice, was ist?« zischte ich. Ich wappnete mich für die belustigte Miene, mit der sie auf mein improvisiertes Bett reagieren würde. »Ich bin's«, sagte Rosalie leise und öffnete die Tür einen Spalt weit, sodass der silberne Schein auf ihr makelloses Gesicht fiel. »Darf ich hereinkommen?« Kein Happy End. Unschlüssig blieb Rosalie in der Tür stehen. Ihr atemberaubend schönes Gesicht verriet Unsicherheit. Klar, sagte ich, meine Stimme vor Überraschung eine Oktave zu hoch. Komm rein. Ich setzte mich auf und drückte ans Sofaende, um ihr Platz zu machen. Mein Magen zog sich nervös zusammen, als ich Rosalie, von der ich wusste, dass sie mich nicht leiden konnte, leise auf den freien Platz setzte. Ich überlegte, weshalb sie mich wohl sehen wollte, aber mir fiel nichts ein. »Könnten wir kurz miteinander reden?«, fragte sie. »Ich hab dich doch nicht geweckt, oder?« Ihr Blick schweifte zu dem leeren Bett und dann wieder zum Sofa. »Nein, ich war noch wach. Klar können wir reden.« Ich fragte mich, ob sie wohl die Panik in meiner Stimme hörte. Sie lachte leise und es klang wie ein Glockenspiel. »Er lässt sich so selten allein«, sagte sie. »Da wollte ich die Gelegenheit nutzen.« Was hatte sie mir zu sagen, was sie nicht auch vor Edward sagen konnte? Nervös nestelte ich an der Bettdecke. »Bitte halte mich nicht für aufdringlich«, sagte Rosalie. Ihre Stimme war sanft, fast flehend. Ich faltete die Hände im Schoß und hielt den Blick gesenkt, während sie sprach. »Gewiss habe ich deine Gefühle in der Vergangenheit schon oft genug verletzt, und das möchte ich nicht mehr tun.« »Mach dir keine Gedanken, Rosalie. Meinen Gefühlen geht's super. Was gibt's?« Sie lachte wieder. Sie schien verlegen zu sein. »Ich möchte versuchen, dir zu erklären, weshalb du ein Mensch bleiben solltest. Weshalb ich an deiner Stelle ein Mensch bleiben würde.« »Aha«, sagte ich erschrocken. Sie lächelte und dann seufzte sie. »Hat dir Edward je erzählt, wie es dazu gekommen ist?«, fragte sie und zeigte auf ihren göttlichen, unsterblichen Körper. Ich nickte langsam und auf einmal wurde ich trübsinnig. »Er sagte, es war so ähnlich wie das, was mir damals in Port Angels passiert ist, nur, dass dir niemand zur Rettung kam.« Bei der Erinnerung schauderte ich. »Mehr hat er dir nicht gesagt?«, fragte sie. »Nein«, sagte ich verwirrt. »War da noch mehr?« Sie sah mich an und lächelte. Ihre Miene war jetzt hart und bitter, aber sie sah immer noch wunderschön aus. »Ja«, sagte sie, »da war noch mehr.« Ich wartete, während sie aus dem Fenster schaute. Es sah so aus, als ob sie versuchte, sich zu beruhigen. »Möchtest du meine Geschichte hören, Bella?« »Sie hat kein Happy End.
Aber welche unserer Geschichten hat das schon? Wenn sie ein Happy End hätten, legen wir jetzt alle friedlich unter der Erde. Ich nickte, obwohl der Unterton in ihrer Stimme mir Angst machte. Ich lebte in einer anderen Welt als du, Bella. Meine Welt war viel einfacher. Es war 1933. Ich war 18 und sehr schön. Mein Leben war vollkommen. Sie starrte zu den silbernen Wolken, ihr Blick war in weite Ferne gerichtet. Meine Eltern waren durch und durch bürgerlich. Mein Vater hatte eine sichere Stellung in der Bank. Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass er sich darauf etwas einbildete. Er betrachtete seinen Wohlstand als gerechten Lohn für Talent und harte Arbeit und sah nicht, dass er auch Glück gehabt hatte. Ich hielt das alles für selbstverständlich. Bei uns zu Hause schien die Weltwirtschaftskrise nur ein dummes Gerücht zu sein. Natürlich sah ich die armen Leute, die nicht so viel Glück gehabt hatten. Mein Vater vermittelte mir allerdings den Eindruck, sie seien an ihrem Elend selbst schuld. Die Aufgabe meiner Mutter bestand darin, das Haus in tadelloser Ordnung zu halten und für mich und meine beiden kleinen Brüder zu sorgen. Es war offensichtlich, dass ich ihr Augenstern war. Damals verstand ich das nicht richtig, aber mir war immer undeutlich bewusst, dass meine Eltern mit dem, was sie hatten, nicht zufrieden waren, obwohl sie doch so viel mehr hatten als die meisten. Sie wollten noch mehr. Sie wollten höher hinaus. Man könnte sie wohl als gesellschaftliche Aufsteiger bezeichnen. Meine Schönheit war für sie wie ein Geschenk. Sie sahen darin ein viel größeres Potenzial als ich. Sie waren nicht zufrieden. Ich schon. Ich war überglücklich, ich selbst zu sein. Rosalie Hale. Es freute mich, dass die Blicke der Männer mir von meinem 12. Lebensjahr an überall hin folgten. Dass meine Freundinnen neidvoll seufzten, wenn sie mein Haar berührten. Dass meine Mutter stolz auf mich war und mein Vater mir gern schöne Kleider kaufte. Ich wusste, was ich im Leben wollte, und es schien ausgeschlossen, dass mir das verwehrt sein sollte. Ich wollte geliebt und angehimmelt werden. Ich wollte eine große, bombastische Hochzeit. Alle in der Stadt sollten sehen, wie mein Vater mich zum Altar führte. Und ich wollte die schönste Braut sein, die es je gegeben hatte. Ich brauchte die Bewunderung der anderen wie die Luft zum Atmen, Bella. Ich war albern und oberflächlich, aber ich war zufrieden. Sie lächelte über diese Selbsterkenntnis. Durch den Einfluss meiner Eltern strebte auch ich nach materiellem Wohlstand. Ich wünschte mir ein großes, stilvoll möbliertes Haus, das jemand anders für mich sauber hielt, und eine moderne Küche, in dem jemand anders für mich kochte. Wie gesagt, ich war sehr oberflächig. Jung und sehr oberflächig. Und ich sah keinen Grund, weshalb sich meine Wünsche nicht erfüllen sollten. Einige wenige Wünsche hatte ich, die etwas tiefer gingen. Vor allem einen. Meine allerbeste Freundin hieß Vera. Sie heiratete jung, mit 17 Jahren. Sie hatte einen Mann gewählt, den meine Eltern niemals für mich in Betracht gezogen hätten. Ein Zimmermann. Im Jahr darauf bekam sie einen Sohn. Einen wunderschönen kleinen Jungen mit Grübchen und schwarzen Locken. Zum ersten Mal in meinem Leben empfand ich tiefen Neid auf jemand anderen. Rosalies Blick war unergründlich. Es waren andere Zeiten. Ich war genauso alt wie du, doch ich war zu allem bereit. Ich sehnte mich danach, selbst ein Baby zu bekommen. Ich wollte ein eigenes Haus haben und einen Mann, der mich küsste, wenn er von der Arbeit nach Hause kam. So wie Vera. Nur, dass ich ein ganz anderes Haus im Sinn hatte. Ich konnte mir die Welt, in der Rosalie gelebt hatte, kaum vorstellen. Ihre Geschichte klang für mich eher wie ein Märchen, als wie etwas, das sich wirklich zugetragen hatte. Ich erschrak ein wenig, als mir klar wurde, dass Edward als Mensch in einer ganz ähnlichen Welt gelebt hatte wie Rosalie. Während Rosalie schweigend dasaß, fragte ich mich, ob meine Welt Edward wohl ähnlich fremd vorkam wie Rosalies mir. Rosalie seufzte, und als sie weitersprach, klang ihre Stimme anders, ohne jede Wehmut. In Rochester gab es eine tonangebende Familie.
Passenderweise hießen sie King. Royce King war der Besitzer der Bank, für die mein Vater arbeitete. Außerdem gehörten ihm fast alle anderen gutgehenden Geschäfte in der Stadt. So lernte sein Sohn, Royce King II., sie verzerrte den Mund bei dem Namen, mich kennen. Er sollte die Bank übernehmen und deshalb begann er, die einzelnen Abteilungen genau zu überprüfen. 2 Tage darauf vergaß meine Mutter rein zufällig, meinem Vater sein Mittagessen mitzugeben. Ich erinnere mich noch, wie irritiert ich war, als sie darauf bestand, dass ich mein Kleid aus weißem Organza anzog und die Haare aufdrehte, nur um zur Bank hinüberzugehen. Rosalie lachte bitter. Mir fiel gar nicht auf, dass Royce mich besonders anschaute. Alle schauten mich an. Doch an jenem Abend kamen die ersten Rosen. Während er um mich warb, sandte er mir jeden Abend einen Rosenstrauß. Mein Zimmer quoll beinahe über davon. Es ging so weit, dass ich nach Rosen duftete, wenn ich das Haus verließ. Royce war ein gut aussehender Mann. Er hatte hellere Haare als ich und blassblaue Augen. Er sagte, meine Augen hätten die Farbe von Veilchen, und von da an bekam ich außer Rosen auch Veilchen geschickt. Meine Eltern waren mit all dem einverstanden, um das Mindeste zu sagen. All ihre Träume erfüllten sich. Und mit Royce schienen sich auch alle meine Träume zu erfüllen. Der Märchenprinz war gekommen, um mich zur Prinzessin zu machen. Das war alles, was ich wollte, und doch nicht mehr als das, was ich erwartet hatte. Ich kannte ihn noch keine 2 Monate, als wir uns verlobten. Wir waren nicht oft allein miteinander. Royce sagte, er hätte viel Arbeit und außerdem gefiel es ihm, wenn die Leute uns anschauten und mich an seinem Arm sahen. Auch mir gefiel das. Es gab viele Feste, Bälle und schöne Kleider. Für einen King öffneten sich alle Türen. Jeder rollte ihm einen roten Teppich aus, um ihn zu empfangen. Die Verlobungszeit dauerte nicht lange. Schon bald wurden Pläne für die prunkvollste aller Hochzeiten gemacht. Ich sollte alles bekommen, was ich mir immer gewünscht hatte. Mein Glück war vollkommen. Wenn ich jetzt Vera besuchte, war ich nicht mehr so neidisch. Ich stellte mir vor, wie meine blonden Kinder in den großen Gärten der Kings spielen würden, und Vera tat mir nur leid. Rosalie brach plötzlich ab und biss die Zähne zusammen. Ich wurde aus ihrer Geschichte gerissen und begriff, dass jetzt bald das Schreckliche kommen würde. Es gab kein Happy End. Das hatte sie vorher schon angekündigt. Ich fragte mich, ob sie wohl deshalb so bitterer war als die anderen Cullens, weil ihr Glück beinahe perfekt gewesen war, als ihr das Leben genommen wurde. An jenem Abend war ich bei Vera, flüsterte Rosalie. Ihr Gesicht war glatt wie Marmor und ebenso hart. Ihr kleiner Henry war wirklich entzückend mit seinen Grübchen. Er lächelte die ganze Zeit. Er konnte eben erst sitzen. Vera begleitete mich beim Abschied zur Tür, das Baby im Arm und ihr Mann an ihrer Seite. Er hatte ihr einen Arm um die Taille gelegt. Als er dachte, ich sehe nicht hin, küsste er sie auf die Wange. Ich stutzte. Wenn Royce mich küsste, war es anders, irgendwie nicht so sanft. Ich schob den Gedanken beiseite. Royce war mein Prinz. Eines Tages würde ich Königin sein. Es war im Mondlicht kaum zu erkennen, aber es sah so aus, als würde ihr kalkweißes Gesicht noch blasser. Auf der Straße war es dunkel, die Laternen waren schon an. Ich hatte nicht bemerkt, wie spät es geworden war. Ihr Flüstern war jetzt fast unhörbar. Und es war kalt, sehr kalt für Ende April. Es war nur noch eine Woche bis zur Hochzeit. Und während ich nach Hause lief, machte ich mir Sorgen wegen des Wetters. Daran erinnere ich mich noch genau. Ich erinnere mich an jede Einzelheit dieses Abends. Ich klammerte mich so sehr daran, am Anfang. Ich dachte an nichts anderes. Deshalb weiß ich das noch alles, während so viele andere Erinnerungen vollkommen verblasst sind. Sie seufzte und erzählte flüsternd weiter. Ja, ich machte mir Sorgen wegen des Wetters. Die Hochzeitsfeier sollte im Freien stattfinden. Ich war nur noch wenige Straßen von unserem Haus entfernt, als ich die Stimmen hörte.
Eine Gruppe von Männern unter einer kaputten Laterne, die zu laut lachten. Betrunkene. Ich bereute, dass mein Vater nicht gebeten hatte, mich abzuholen. Doch der Weg war so kurz, dass es mir albern vorgekommen war. Und dann rief er mich. »Los!« brüllte er, und die anderen lachten dümmlich. Erst jetzt fiel mir auf, dass die Betrunkenen elegant gekleidet waren. Es war Royce und einige seiner Freunde. Alles Söhne reicher Männer. »Da kommt meine Rose«, sagte Royce und stimmte in ihr dümmliches Gelächter ein. »Du bist spät dran. Wir frieren. Du hast uns so lange warten lassen.« Ich hatte ihn bis dahin nie trinken sehen. Hier und da ein Glas zum Anstoßen auf einem Fest. Er hatte mir erzählt, er trinke nicht gern Champagner. Ich hatte nicht begriffen, dass er lieber härtere Sachen trank. Ein neuer Freund. Der Freund eines Freundes war aus Atlanta gekommen. »Na, habe ich dir zu viel versprochen, John«, grüllte Royce, während er mich am Arm packte und näher an sich heranzog. »Ist sie nicht süßer als sämtliche Pfirsiche in Georgia?« Der Mann namens John war dunkelhaarig und braun gebrannt. Er betrachtete mich wie ein Pferd, das er kaufen wollte. »Schwer zu sagen«, sagte er lallend. »Sie ist ja ganz eingepackt.« Sie lachten, Royce ebenso wie die anderen. Plötzlich riss Royce mir die Jacke von den Schultern. Sie war ein Geschenk von ihm. Die Messingknöpfe rissen ab und fielen klirrend auf die Straße. »Zeig ihm, wie du aussiehst, Rose!« Er lachte wieder und riss mir den Hut vom Kopf. Mit den Nadeln wurden Haare ausgerissen und ich schrie vor Schmerz auf. Das schien ihnen zu gefallen, meinen Schmerz zu hören. Plötzlich schaute Rosalie mich an, als hätte sie ganz vergessen, dass ich da war. Bestimmt war mein Gesicht genauso weiß wie ihres. Oder auch grün. »Den Rest erspare ich dir«, sagte sie ruhig. Sie ließen mich auf der Straße liegen und torkelten lachend davon. Sie dachten, ich sei tot. Sie zogen Royce damit auf, dass er sich jetzt eine neue Braut suchen müsste. Er lachte und sagte, er müsste erst lernen, sich in Geduld zu üben. Ich lag auf der Straße und wartete auf den Tod. Es war kalt. Und ich wunderte mich darüber, dass ich die Kälte trotz der entsetzlichen Schmerzen spürte. Es begann zu schneien und ich fragte mich, warum ich nicht starb. Ich wollte, dass endlich der Tod kam und den Schmerzen ein Ende bereitete. Es dauerte so lange. Da fand Carlisle mich. Er hatte das Blut gerochen und war gekommen, um mich zu untersuchen. Ich weiß noch, dass es mich ein wenig ärgerte, dass er mich behandelte und versuchte, mir das Leben zu retten. Ich hatte Dr. Cull nie gemocht, ebenso wenig wie seine Frau und deren Bruder, als der, der Edward sich damals ausgab. Es fuchste mich, dass sie alle schöner waren als ich, insbesondere, dass die Männer schöner waren. Aber da sie nicht am gesellschaftlichen Leben teilnahm, hatte ich sie erst ein- oder zweimal gesehen. Als Carlisle mich hochhob und mit mir davonrannte, glaubte ich zu fliegen und ich dachte, ich sei schon tot. Ich weiß noch, wie entsetzt ich war, dass der Schmerz trotzdem nicht nachließ. Dann befand ich mich in einem hellen Raum und es war warm. Ich verlor das Bewusstsein und war dankbar dafür, dass der Schmerz dumpfer wurde. Doch dann plötzlich spürte ich etwas Messerscharfes an der Kehle, an Handgelenken und an den Fesseln. Ich schrie entsetzt auf, weil ich dachte, er hätte mich dorthin gebracht, um mir noch mehr Schmerzen zuzufügen. Dann brannte mein Körper wie Feuer und alles andere war mir gleichgültig. Ich bat ihn, mich zu töten. Als Esme und Edward nach Hause kamen, bat ich auch sie, mich zu erlösen. Carlisle saß bei mir. Er hielt meine Hand und sagte, es tue ihm so leid, aber der Schmerz werde vergehen. Er erzählte mir alles. Und manchmal hörte ich zu. Er erzählte mir, was er war und was aus mir werden würde. Ich glaubte ihm nicht. Jedes Mal, wenn ich schrie, entschuldigte er sich. Edward war nicht glücklich über das Ganze. Ich weiß noch, dass sie über mich sprachen. Manchmal hörte ich auf zu schreien. Das Schreien half nicht.
Was hast du dir dabei gedacht, Carlyle, sagte Edward. Rosalie Hale? Rosalie traf Edwards verärgerten Ton ganz genau. Es gefiel mir gar nicht, wie er meinen Namen aussprach, als ob irgendetwas mit mir nicht stimmte. Ich konnte sie nicht einfach sterben lassen, sagte Carlyle ruhig. Das war zu viel, zu entsetzlich, solch eine Vergeudung. Ich weiß, sagte Edward, und das klang so, als interessiere ihn das alles nicht. Das machte mich wütend. Damals wusste ich noch nicht, dass er genau sehen konnte, was Carlyle gesehen hatte. Es war solch eine Vergeudung. Ich konnte sie nicht dort liegen lassen, flüsterte Carlyle wieder. Natürlich nicht, sagte Esme. Tagtäglich sterben Menschen, sagte Edward mit harter Stimme. Glaubst du nicht, dass sie ein wenig zu leicht zu erkennen ist? Die Kings werden eine große Suchaktion veranlassen, damit nur ja niemand den Satan verdächtigt, sagte er wütend. Immerhin wussten sie, dass Royce der Schuldige war. Das war mir ein Trost. Ich hatte nicht bemerkt, dass ich es fast überstanden hatte, das stärker wurde und mich deshalb auf das konzentrieren konnte, was sie sagten. Der Schmerz verschwand langsam. Was sollen wir mit ihr machen? Fragte Edward angewidert. So klang es jedenfalls in meinen Ohren. Carlyle seufzte. Das ist ihre Entscheidung. Vielleicht möchte sie lieber ihre eigenen Wege gehen. Ich hatte von dem, was er mir erzählt hatte, so viel mitbekommen, dass ich über seine Worte erschrak. Ich wusste, dass mein Leben vorbei war und dass es kein Zurück mehr gab. Die Vorstellung, allein dazustehen, war mir unerträglich. Endlich war der Schmerz vorüber und sie erklärt mir noch einmal, was ich war. Diesmal glaubte ich ihnen. Ich spürte den Durst, meine harte Haut. Ich sah meine blutroten Augen. Oberflächig, wie ich war, versöhnte mich der Anblick meines Spiegelbildes. Trotz der Augen war ich das Schönste, was ich je gesehen hatte. Sie lachte kurz über sich selbst. Es dauerte eine Weile, bis ich meine Schönheit für das verantwortlich machte, was mir zugestoßen war, und erkannte, dass sie ein Fluch war. Bis ich mir wünschte, ich wäre, nun ja, nicht hässlich, aber durchschnittlich. Wie Vera, so dass es mir vergönnt gewesen wäre, jemanden zu heiraten, der mich liebte, und Babys zu bekommen. Denn das hatte ich mir ja eigentlich die ganze Zeit gewünscht. Ich finde immer noch nicht, dass das zu viel verlangt war. Einen Augenblick lang war sie nachdenklich und ich fragte mich, ob sie mich schon wieder vergessen hatte. Doch dann lächelte sie mich an, jetzt mit einem triumphierenden Ausdruck. Ich habe fast so eine reine Weste wie Carlyle, sagte sie. Ich bin besser als Esme, 1000-mal besser als Edward. Ich habe nie menschliches Blut gekostet, sagte sie stolz. Mein verwirrter Blick verriet ihr, dass ich mich fragte, weshalb sie nur fast eine so reine Weste hatte. Ich habe 5 Menschen ermordet, sagte sie selbstzufrieden. Wenn man sie denn als Menschen bezeichnen will. Doch ich war sehr darauf bedacht, dabei kein Blut zu vergießen. Ich wusste, dass ich nicht hätte widerstehen können und ich wollte nichts von ihnen in mir haben. Reus hob ich mir bis zuletzt auf. Ich hoffte, dass er von dem Tod seiner Freunde erfahren und begreifen würde, was ihm blühte. Ich hoffte, dass die Angst das Ende für ihn noch schlimmer machen würde. Ich glaube, das ist mir gelungen. Als ich ihn fand, hielt er sich in einem fensterlosen Raum versteckt, hinter Mauern so dick wie ein Tresorwand, mit bewaffneten Männern davor. Ups, 7 Morde, verbesserte sie sich. Ich hatte seine Wachen vergessen. Mit denen war ich im Handumdrehen fertig. Ich benahm mich sehr theatralisch, ziemlich kindisch eigentlich. Ich trug ein Brautkleid, das ich eigens für diesen Anlass gestohlen hatte. Als er mich sah, schrie er. Er schrie viel in jener Nacht. Es war eine gute Idee, ihn bis zum Schluss aufzuheben. Dadurch konnte ich mich leichter beherrschen und es in die Länge ziehen. Plötzlich brach sie ab und schaute mich an. Entschuldige, sagte sie beschämt. Ich jage dir Angst ein, oder? Nein, gar nicht, log ich. Ich habe mich hinreißen lassen. Kein Problem.
Es wundert mich, dass Edward dir nichts davon erzählt hat. Er spricht nicht gerne über andere. Er hat dann das Gefühl, Geheimnisse auszuplaudern, weil er so viel mehr hört als das, was sie ihm erzählen. Lächelnd schüttelte sie den Kopf. Ich sollte wohl nicht so schlecht über ihn denken. Er ist eigentlich ganz in Ordnung, oder? Ich finde schon. Das kann ich mir vorstellen. Sie seufzte. Dir gegenüber war ich auch ungerecht, Bella. Hat er dir erzählt, warum? Oder war ihm das auch zu vertraulich? Er sagte, es läge daran, dass ich ein Mensch bin. Dass es für dich schwerer zu ertragen ist, wenn jemand von außen Bescheid weiß. Rosalie lachte ein melodisches Lachen. Jetzt habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Er war viel, viel netter, als ich es verdient habe. Als sie lachte, wirkte sie warmherziger, als wäre zum ersten Mal in meinem Beisein eine Maske gefallen. Wie der Junge lügen kann, sie lachte wieder. Er hat gelogen? Fragte ich, plötzlich auf der Hut. Nun ja, das ist vielleicht zu hart ausgedrückt. Er hat dir nur nicht die ganze Wahrheit erzählt. Was er dir erzählt hat, stimmt schon. Jetzt sogar mehr denn je. Doch damals. Sie brach ab und kicherte nervös. Es ist so peinlich. Am Anfang war ich nämlich vor allem eifersüchtig, weil er dich wollte und nicht mich. Ihre Worte jagten mir einen Angstschauer durch den Körper. Wie sie da in dem silbernen Licht saß, war sie das schönste Wesen, das ich mir vorstellen konnte. Gegen sie hatte ich keine Chance. Aber du liebst doch Emmett, murmelte ich. Sie schüttelte belustigt den Kopf. Ich begehre Edward nicht, Bella. Das war nie so. Ich liebe ihn als Bruder. Aber gleichzeitig ärgere ich mich über ihn, seit ich ihn zum ersten Mal sprechen hörte. Du musst verstehen, ich war es immer gewohnt, dass die Leute mich wollten. Edward dagegen war nicht im geringsten an mir interessiert. Am Anfang war ich enttäuscht darüber, ja sogar beleidigt. Doch da er niemals irgendjemanden wollte, hat es mich nicht lange beschäftigt. Selbst als wir zum ersten Mal Tanjas Familie in Denali kennenlernten, all die Frauen dort, zeigte Edward nie das leiseste Interesse. Und dann kamst du. Sie sah mich verwirrt an. Ich bemerkte es kaum. Ich dachte an Edward und Tanja und all die Frauen und presste die Lippen fest zusammen. Nicht, dass du nicht hübsch wärst, Bella, sagte Rosalie, die meinen Gesichtsausdruck falsch deutete. Aber das bedeutete, dass er dich attraktiver fand als mich. Eitel, wie ich bin, machte mir das etwas aus. Aber du hast gesagt am Anfang, jetzt macht dir das doch nichts mehr aus, oder? Ich meine, wir wissen doch beide, dass du die Schönste auf der ganzen Welt bist. Ich lachte darüber, dass ich es aussprechen musste. Es war so selbstverständlich. Wie merkwürdig, dass Rosalie solch eine Versicherung brauchte. Auch Rosalie lachte. Dank, Bella. Und nein, es macht mir nichts mehr aus. Edward war schon immer ein wenig sonderbar. Sie lachte wieder. Aber du magst mich immer noch nicht, flüsterte ich. Ihr Lächeln erstarb. Das tut mir leid. Eine Weile saßen wir schweigend da, ohne dass sie Anstalten machte, weiterzusprechen. Kannst du mir sagen, weshalb? Hab ich irgendetwas getan? War sie wütend auf mich, weil ich ihre Familie, ihren Emmett, in Gefahr brachte? Immer wieder? Erst James, jetzt Victoria? Nein, du hast nichts getan, murmelte sie. Noch nicht. Ich starrte sie verwirrt an. Verstehst du denn nicht, Bella? Nicht einmal, als sie ihre eigene unglückliche Geschichte erzählt hatte, hatte sie so leidenschaftlich geklungen. Du hast doch schon alles. Du hast ein ganzes Leben vor dir. Alles, was ich mir wünsche. Und du willst es einfach wegwerfen. Begreifst du nicht, dass ich alles dafür geben würde, um an deiner Stelle zu sein? Du hast die Wahl, die ich nie hatte. Und du bist dabei, dich falsch zu entscheiden. Ich zuckte vor ihrer grimmigen Miene zurück. Ich merkte, dass mein Mund offen stand und klappte ihn zu. Sie starrte mich lange an und langsam erlosch das Feuer in ihrem Blick.
Auf einmal schämte sie sich. Und ich war mir so sicher, dass es mir gelingen würde, ruhig zu bleiben. Sie schüttelte den Kopf, offenbar leicht benommen von den vielen Gefühlen. Das kommt nur daher, dass es jetzt schwerer ist als damals, als es bloße Eitelkeit war. Stumm starrte sie zum Mond. Es dauerte eine Weile, bis ich mich traute, ihre Gedanken zu stören. »Würdest du mich lieber mögen, wenn ich mich dafür entscheiden würde, ein Mensch zu bleiben?« Sie drehte sich zu mir um und verzog den Mund zu der Andeutung eines Lächelns. »Vielleicht. Aber du hast dein Happy End schließlich doch noch bekommen«, sagte ich. »Du hast Emmett.« Ich bekam es zur Hälfte. Sie grinste. »Du weißt, dass ich Emmett vor einem Bären gerettet habe, der dabei war, ihn zu zerfleischen, und ihn nach Hause zu Carlis brachte. Aber kannst du dir denken, weshalb ich verhindert habe, dass der Bär ihn auffraß?« Ich schüttelte den Kopf. Mit den dunklen Locken und den Grübchen, die man sogar in seinem schmerzverzerrten Gesicht sehen konnte, diesem unschuldigen Ausdruck, der so gar nicht zu einem erwachsenen Mann passen wollte, erinnerte er mich an Veras kleinen Henry. Ich wollte nicht, dass er starb. Und so sehr ich dieses Dasein hasse, war ich selbstsüchtig genug, um Carlis zu bitten, ihn für mich zu verwandeln. Ich hatte mehr Glück, als mir zustand. Emmett ist alles, was ich mir gewünscht hätte, wenn ich mich gut genug gekannt hätte, um zu wissen, was ich brauche. Er ist genau der Richtige für jemanden wie mich. Und so verrückt es klingt, er braucht mich auch. Was das betrifft, habe ich mehr, als ich zu hoffen wagte. Doch es wird immer nur uns beide geben. Ich werde nie irgendwo auf der Veranda sitzen, Emmett mit grauen Haaren neben mir, um uns herum unsere Enkelkinder. Ihr Lächeln war jetzt sanft. Das klingt für dich ziemlich befremdlich, oder? Einerseits bist du viel reifer, als ich es mit 18 war. Doch andererseits gibt es vieles, worüber du dir vermutlich noch nie ernsthaft Gedanken gemacht hast. Du bist zu jung, um jetzt schon zu wissen, was du in 10, 15 Jahren willst. Und zu jung, um das alles aufzugeben. Für etwas so Endgültiges sollte man sich nicht überstürzt entscheiden, Bella. Sie tätschelte mir den Kopf, aber die Geste hatte nichts Herablassendes. Ich seufzte. Überlege es dir einfach nochmal. Ist es einmal geschehen, kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Esme hat uns als Kinder ersetzt und Alice hat keine Erinnerung an ihr Menschenleben. Also kann sie es auch nicht vermissen. Aber du wirst dich erinnern. Es ist sehr viel, was man aufgibt. Aber noch mehr, was man bekommt, dachte ich. Doch ich sagte es nicht laut. Danke, Rosalie. Schön, dass ich dich jetzt besser verstehe, besser kenne. Tut mir leid, dass ich so ein Monster bin. Sie grinste. Von jetzt an will ich versuchen, mich besser zu benehmen. Ich grinste zurück. Wir waren immer noch keine Freundinnen, aber ich war mir ziemlich sicher, dass sie mich nicht bis in alle Ewigkeit hassen würde. Ich lasse dich jetzt schlafen. Rosalies Blick schweifte zu dem Bett und sie verzog den Mund. Ich weiß, du bist wütend, weil er dich hier gefangen hält, aber setz ihm nicht so sehr zu, wenn er zurückkommt. Er liebt dich mehr, als du weißt. Es macht ihm Angst, von dir getrennt zu sein. Sie erhob sich lautlos und schwebte zur Tür. »Gute Nacht, Bella«, flüsterte sie und schloss die Tür hinter sich. »Gute Nacht, Rosalie«, murmelte ich eine Sekunde zu spät. Es dauerte sehr lange, bis ich einschlafen konnte. Als ich endlich schlief, hatte ich einen Albtraum. Während leichter Schnee fiel, kroch ich über die dunklen, kalten Steine einer unbekannten Straße und hinterließ dabei eine verschmierte Blutspur. Ein schemenhafter Engel im langen weißen Kleid sah mir zornig zu. Am nächsten Morgen fuhr Alice uns zur Schule, während ich mürrisch aus dem Fenster starrte. Ich fühlte mich unausgeschlafen und das machte die Wut darüber, eingesperrt worden zu sein, nur noch größer. »Heute Abend fahren wir nach Olympia oder so«, versprach sie. »Das wäre doch schön, oder?« »Warum sperrst du mich nicht einfach in den Keller ein?«, schlug ich vor. »Und hörst auf, Süßholz zu raspeln.« Alice zog die Brauen zusammen. »Er nimmt mir den Porsche wieder weg. Ich mache meine Sache nicht besonders gut. Du solltest dich jetzt eigentlich amüsieren.
Es ist nicht deine Schuld, murmelte ich. Jetzt hatte ich auch noch ein schlechtes Gewissen. Nicht zu fassen. Bis nachher beim Mittagessen. Ich trottete zum Englischunterricht. Ohne Edward würde der Tag unerträglich werden. Übellaunig ließ ich die erste Stunde über mich ergehen, wobei ich mir sehr wohl bewusst war, dass ich die Sache mit dieser Einstellung nicht gerade besser machte. Als es zum Ende der Stunde klingelte, erhob ich mich ohne große Begeisterung. Mike hielt mir die Tür auf. »Ist Edward dieses Wochenende wandern?«, fragte er freundlich, als wir in den Nieselregen traten. »Ja.« »Hast du Lust, heute Abend was zu unternehmen?« Wie konnte er sich immer noch Hoffnung machen? »Geht nicht. Ich bin auf einer Pyjama-Party eingeladen,« grummelte ich. Er sah mich merkwürdig an, als er merkte, in was für einer Stimmung ich war. »Mit wem?« Er wurde von einem lauten, rührenden Geräusch hinter uns auf dem Parkplatz unterbrochen. Alle auf dem Gehweg ließen die Köpfe herumfahren und starrten ungläubig zu dem lärmenden schwarzen Motorrad, das kreischend am Wegrand zum Stehen kam, während der Motor immer noch brummte. Jacob winkte mir ungeduldig zu. »Komm schnell, Bella!« schrie er über das Motorengeräusch hinweg. Einen Augenblick lang war ich wie erstarrt. Dann begriff ich. Schnell schaute ich zu Mike. Ich wusste, dass mir nur ganz wenige Sekunden blieben. Würde Alice so weit gehen, mich in aller Öffentlichkeit zurückzuhalten? Mir ist plötzlich total schlecht geworden und ich muss nach Hause, okay? Sagte ich zu Mike. Ich merkte, wie aufgeregt ich klang. Gut, murmelte er. Ich gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Danke, Mike. Dafür hast du was gut bei mir, rief ich und sauste davon. Grinsend ließ Jacob den Motor aufheulen. Ich sprang hinter ihm auf den Sitz und schlang die Arme um seinen Oberkörper. Ich sah, wie Alice versteinert in der Cafeteria saß. Sie fletschte die Zähne und ihre Augen sprühten Funken. Ich warf ihr einen flehenden Blick zu. Dann rasten wir so schnell über den Asphalt, dass mein Magen irgendwo hinter mir zurückblieb. »Halt dich fest«, rief Jacob. Ich verbarg das Gesicht an seinem Rücken, als er über die Landstraße bretterte. Ich wusste, dass er langsamer fahren würde, sobald wir die Grenze der Quileute erreicht hätten. Bis dahin musste ich durchhalten. Ich betete inständig, dass Alice uns nicht hinterherkam und dass Charlie uns nicht zufällig sah. Als wir auf der sicheren Seite waren, merkte ich es sofort. Jacob fuhr langsamer. Er richtete sich auf und lachte brüllend. Ich schlug die Augen auf. »Geschafft«, rief er. »Nicht schlecht, der Gefängnisausbruch, oder?« »Gute Idee, Jake.« Mir fiel wieder ein, was du gesagt hattest, dass die Schwarzhaarige nicht sehen kann, was ich plane. Ich bin froh, dass du nicht drauf gekommen bist. Dann hätte sie dich nicht in die Schule gelassen. Deshalb habe ich auch nicht darüber nachgedacht. Er lachte triumphierend. Wozu hast du heute Lust? Zu allem. Ich lachte auch. Es war ein herrliches Gefühl, frei zu sein. Worte im Zorn. Schließlich landeten wir wieder am Strand, wo wir ziellos umherwanderten. Jacob war immer noch ganz begeistert darüber, wie er meine Flucht organisiert hatte. »Glaubst du, sie suchen nach dir?«, fragte er. Es klang hoffnungsvoll. »Nein«, sagte ich überzeugt, »aber sie werden heute Abend stocksauer auf mich sein.« Er hob einen Stein auf und warf ihn in die Wellen. »Dann bleib doch einfach hier«, schlug er vor. »Charlie wäre begeistert«, sagte ich sarkastisch. »Ich wette, er hätte nichts dagegen.« Ich gab keine Antwort. Wahrscheinlich hatte Jacob recht und ich knirschte mit den Zähnen. Es war einfach ungerecht, dass Charlie meine Quileute-Freunde so unverhohlen bevorzugte. Ich fragte mich, ob das auch so wäre, wenn er wüsste, dass es eine Wahl zwischen Vampiren und Werwölfen war. »Und gibt's einen neuen Skandal im Rudel?«, fragte ich leichthin. Jacob blieb stehen und sah mich erschrocken an. »Was ist? Das war nur ein Scherz.« »Ach so«, er wandte den Blick ab. Ich wartete darauf, dass er weiterging, aber er schien in Gedanken versunken. »Was ist?«, fragte ich. »Gibt es wirklich einen Skandal?« Jacob lachte leise. »Ich hatte fast vergessen, wie das ist, wenn nicht jeder immer alles von mir weiß, einen stillen, geheimen Winkel in meinem Kopf zu haben.« Ein paar Minuten gingen wir schweigend über den Steinstrand.
Also, was gibt's? Fragte ich schließlich. Was wissen alle, die in deinen Kopf gucken können? Er zögerte, als wüsste er nicht recht, wie viel er mir erzählen sollte. Dann seufzte er und sagte, Quill ist geprägt worden. Jetzt sind es schon 3. Wir anderen machen uns allmählich Sorgen. Vielleicht ist es doch verbreiteter, als die Legenden sagen. Er runzelte die Stirn, dann wandte er sich zu mir. Wortlos schaute er mir in die Augen, die Brauen konzentriert zusammengezogen. »Was guckst du so?« fragte ich. Ich fühlte mich befangen. Er seufzte. »Nur so.« Jetzt lief er weiter. Wie selbstverständlich nahm er meine Hand. Schweigend gingen wir über die Steine. Ich dachte, dass wir bestimmt wie ein Pärchen aussahen und überlegte, ob ich mich wehren sollte. Aber so war es immer mit Jacob gewesen. Es gab keinen Grund, sich plötzlich darüber aufzuregen. »Warum ist es so ein Skandal, dass Quill geprägt wurde?« fragte ich, als er nicht weitersprach. »Weil er der Jüngste ist?« »Damit hat das nichts zu tun.« »Was ist es dann?« »Es ist wieder so eine Legende. Wann hören wir endlich mal auf, uns darüber zu wundern, dass sie alle wahr sind?« sagte er zu sich selbst. »Erzählst du es mir jetzt oder soll ich raten?« »Das errätst du nie. Weißt du, Quill hängt ja erst seit kurzem wieder so viel mit uns rum. Also war er vorher auch lange nicht mehr bei Emily.« »Quill ist auch auf Emily geprägt worden?« sagte ich entsetzt. »Nein, ich hab dir doch gesagt, du kannst es nicht erraten. Emily hatte Besuch von ihren beiden Nichten und da lernte Quill Claire kennen.« Er sprach nicht weiter. Ich dachte eine Weile darüber nach. »Will Emily etwa nicht, dass ihre Nichte mit einem Werwolf zusammen ist? Das ist ja aber irgendwie widersinnig«, sagte ich. Trotzdem konnte ich verstehen, weshalb ausgerechnet sie so empfand. Ich dachte wieder an die langen Narben, die von ihrem Gesicht bis zum rechten Arm gingen. Sam hatte nur ein einziges Mal die Beherrschung verloren, als sie zu nah bei ihm stand. Einmal genügte. Ich hatte gesehen, wie weh es Sam tat, wenn er sah, was er Emily angetan hatte. Es war also nur logisch, dass Emily ihre Nichte vor so etwas beschützen wollte. »Hörst du bitte mal auf, so rumzuraten? Du liegst total daneben. Emily hat nichts dagegen, dass er ein Werwolf ist. Sie findet es nur, naja, ein bisschen früh.« »Was heißt früh?« Jacob sah mich mit schmalen Augen an. »Versuch nicht so vorschnell zu urteilen, okay?« Ich nickte vorsichtig. »Claire ist 2, sagte Jacob. Es fing an zu regnen. Ich blinzelte wütend, als mir die Tropfen aufs Gesicht prasselten. Jacob wartete schweigend. Wie üblich hatte er keine Jacke an. Der Regen hinterließ schwarze Tupfen auf seinem T-Shirt und tropfte an seinen zottigen Haaren hinab. »Quill ist auf eine 2-Jährige geprägt worden?« brachte ich schließlich heraus. »Das kommt vor.« Jacob zuckte die Schultern. Er nahm noch einen Stein und warf ihn in die Bucht. »So erzählen es die Legenden.« »Aber sie ist doch fast noch ein Baby«, sagte ich. Er sah mich mit einem düsteren Lächeln an. »Quill wird ja nicht älter«, sagte er, leise Bitterkeit in der Stimme. »Er muss nur eine Weile warten. 15 Jahre vielleicht.« Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich gab mir alle Mühe, nicht darüber zu urteilen, aber in Wirklichkeit war ich schockiert. Seit ich herausgefunden hatte, dass die Werwölfe keine Mörder waren, hatte mich nichts an ihnen gestört. Aber das hier... »Du verurteilst uns«, sagte er vorwurfsvoll. »Ich sehe es dir an.« »Tut mir leid, aber das klingt echt gruselig«, murmelte ich. »Es ist nicht, wie du denkst.« Jetzt legte Jacob sich für seine Freunde ins Zeug. »Ich habe durch seine Augen gesehen, wie es ist. Das hat nichts mit romantischer Liebe zu tun. Jedenfalls jetzt noch nicht.« Er holte tief Luft. »Es ist so schwer zu erklären. Es ist nicht wie Liebe auf den ersten Blick. Man kann es eher mit einer Verlagerung der Schwerkraft vergleichen. In dem Moment, wo man sie sieht,
ist es plötzlich, als würde man nicht mehr von der Erde angezogen, sondern von ihr. Nichts ist wichtiger als sie. Und man würde alles für sie tun, alles für sie sein. Man wird das, was sie gerade braucht. Beschützer oder Geliebter, Freund oder Bruder. Quill wird für Claire der beste, liebste Bruder der Welt sein. Kein Kind wird besser behütet werden als sie. Und wenn sie dann größer ist und einen Freund braucht, wird er verständnisvoller und zuverlässiger sein als jeder andere. Und wenn sie schließlich erwachsen ist, werden die beiden genauso glücklich sein wie Emily und Sam. In seinen letzten Worten schwang Bitterkeit mit. Hat Claire dabei gar nichts zu sagen? Doch klar, aber warum sollte sie sich nicht für ihn entscheiden? Er wird der perfekte Mann für sie sein, wie für sie geschaffen. Eine Weile gingen wir schweigend nebeneinander her, bis ich kurz stehen blieb, um einen Stein ins Meer zu werfen. Er fiel ein paar Meter vorher auf den Strand. Jacob lachte mich aus. Kann ja nicht jeder so krankhaft stark sein, murmelte ich. Er seufzte. Was glaubst du, wann es bei dir passiert? Fragte ich leise. Die Antwort kam prompt und direkt. Nie. Darauf hat man doch keinen Einfluss, oder? Ein paar Minuten lang schwieg er. Unbewusst gingen wir beide langsamer, bis wir uns kaum noch bewegten. Eigentlich nicht, gab er zu. Aber man muss sie sehen. Diejenige, die für einen bestimmt ist. Und du glaubst, wenn du sie noch nicht gesehen hast, dann gibt es sie auch nicht? Fragte ich skeptisch. Jacob, du hast noch gar nicht so viel von der Welt gesehen, noch weniger als ich. Das stimmt, sagte er leise. Plötzlich sah er mich durchdringend an. Aber ich werde nie jemand anderen sehen, Bella. Ich sehe nur dich. Selbst wenn ich die Augen schließe und versuche, etwas anderes zu sehen, frag Quill oder Embry. Es macht sie alle verrückt. Ich starrte zu Boden auf die Steine. Jetzt waren wir stehen geblieben. Es gab nur das Geräusch der Wellen, die gegen das Ufer schlugen. Ihr Tosen war so laut, dass der Regen nicht mehr zu hören war. Vielleicht ist es besser, wenn ich jetzt fahre, flüsterte ich. Nein, rief er. Mit dieser Reaktion hatte er nicht gerechnet. Ich schaute ihn an. Er sah ängstlich aus. Du hast doch den ganzen Tag Zeit, oder? Der Blutsauger ist doch noch nicht zu Hause. Ich starrte ihn wütend an. Das sollte keine Beleidigung sein, sagte er schnell. Ja, ich hab den ganzen Tag Zeit. Aber Jake, er hob die Hände. Entschuldige, ich höre schon auf. Jetzt bin ich einfach nur noch Jacob. Ich seufzte. Aber wenn du so denkst, mach dir um mich keine Sorgen, sagte er und lächelte breit. Zu breit. Ich weiß schon, was ich tue. Sag's mir einfach, wenn ich dich nerve. Ich weiß nicht. Komm schon, Bella. Los, wir gehen zurück und holen die Motorräder. So eine Maschine muss regelmäßig gefahren werden, damit sie gut läuft. Ich glaube nicht, dass ich das darf. Wer soll denn was dagegen haben? Charlie oder der Blut? Oder er? Beide. Jacob grinste mein Grinsen und jetzt war auf einmal der Jacob, den ich am meisten vermisste. Sonnig und warm. Ich konnte nichts anderes als zurückgrinsen. Der Regen ließ nach und es nieselte nur noch. Ich sag's auch keinem weiter, versprach er. Außer all deinen Freunden. Er schüttelte ernst den Kopf und hob die rechte Hand. Ich schwöre, dass ich nicht daran denken werde. Ich lachte. Falls ich mich verletze, bin ich gestolpert. Genau. Wir fuhren mit den Motorrädern auf den Straßen außerhalb von La Push, bis sie vom Regen zu matschig waren und Jacob sagte, wenn er nicht bald was zu essen bekäme, würde er umfallen. Als wir ins Haus kamen, begrüßte Bill mich, als wäre es das Normalste von der Welt, dass ich gekommen war, um den Tag mit Jacob zu verbringen. Nachdem Jacob uns Sandwiches gemacht hatte und wir mit dem Essen fertig waren, gingen wir in die Werkstatt und ich half ihm, die Motorräder zu putzen. Ich war seit Monaten nicht mehr hier gewesen.
seit Edwards Rückkehr. Doch es schien keine besondere Bedeutung zu haben. Es war ein ganz gewöhnlicher Nachmittag in der Werkstatt. »Wie schön«, sagte ich, als er die warmen Colas aus der Papiertüte holte. »Das habe ich wirklich vermisst.« Er lächelte und schaute zu den zusammengeschraubten Wellblechwänden. »Ja, das kann ich gut verstehen.« »Die ganze Pracht des Taj Mahal ohne die Kosten und Mühen einer Indienreise.« »Auf das kleine Taj Mahal von Washington«, sagte ich und hob die Cola-Dose. Er stieß mit mir an. »Weißt du noch, der letzte Valentinstag? Ich glaube, das war das letzte Mal, dass du hier warst. Das letzte Mal, als alles noch normal war, meine ich.« Ich lachte. »Klar weiß ich das noch. Da habe ich lebenslange Knechtschaft gegen eine Schachtel Zuckerkerzen getauscht. So was vergisst man nicht so einfach.« Er stimmte in mein Lachen ein. »Das ist wahr. Knechtschaft. Da muss ich mir mal was Gutes einfallen lassen.« Er seufzte. »Es kommt mir vor, als wäre es Jahre her. Eine andere Ära, eine glücklichere.« Da konnte ich ihm nicht zustimmen. Ich erlebte jetzt meine glückliche Ära. Doch es überraschte mich, wie viel ich aus jener Zeit vermisste, die für mich so düster gewesen war. Ich starrte hinaus in den Wald. Der Regen war jetzt wieder stärker geworden, aber in der kleinen Werkstatt neben Jacob war es warm. Er war wie ein Ofen. Er strich mir über die Hand. Es hat sich wirklich viel verändert. »Ja«, sagte ich, und dann klopfte ich mit der Hand an das Hinterrad meines Motorrads. »Charlie hat mich ja gerade wieder ziemlich gern. Ich hoffe, Billy erzählt ihm nicht, was wir heute gemacht haben.« Ich biss mir auf die Lippe. »Bestimmt nicht. Er regt sich nicht so schnell auf wie Charlie. Ach, übrigens habe ich mich ja nie offiziell für die blöde Aktion mit dem Motorrad entschuldigt. Tut mir leid, dass ich dich bei Charlie verpfiffen habe. Ich wünschte, ich könnte es wieder rückgängig machen.« »Ich auch.« Ich funkelte ihn an. »Es tut mir echt wahnsinnig leid.« Er sah mich hoffnungsvoll an. Seine nassen, schwarzen Haare standen in alle Himmelsrichtungen ab. »Na gut, ich verzeihe dir.« »Danke, Bella.« Wir grinsten uns einen Moment an, dann verfinsterte sich seine Miene. »An dem Tag, als ich das Motorrad zu Charlie gebracht habe, da wollte ich dich eigentlich etwas fragen«, sagte er langsam. »Und gleichzeitig wollte ich es nicht.« Ich blieb ganz still sitzen. Das machte ich immer, wenn ich nervös war. Eine Angewohnheit, die ich von Edward übernommen hatte. »Warst du dann nur so stur, weil du sauer auf mich warst, oder hast du das ernst gemeint?«, flüsterte er. »Was denn?«, flüsterte ich, obwohl ich zu wissen glaubte, wovon er sprach. Er sah mich finster an. »Du weißt schon, als du gesagt hast, dass mich nichts angeht, wenn er dich beißt.« Er zuckte zusammen. »Jake.« Ich hatte so ein Kloß im Hals, dass ich nicht sprechen konnte. Er schloss die Augen und atmete tief durch. »War das dein Ernst?« Er zitterte ganz leicht und hielt die Augen geschlossen. »Ja«, flüsterte ich. Jacob holte Luft, lange und tief. »Wahrscheinlich habe ich das die ganze Zeit gewusst.« Ich starrte ihn an und wartete darauf, dass er die Augen öffnete. »Weißt du, was das bedeutet?«, fragte er plötzlich. »Es ist dir doch klar, was passiert, wenn sie den Vertrag brechen, oder?« »Wir gehen vorher weg«, sagte ich leise. Jetzt riss er die Augen auf, Zorn und Schmerz in seinem Blick. »Der Vertrag hat keine geografischen Grenzen, Bella. Unsere Urgroßväter waren nur einverstanden, den Frieden zu wahren, weil die Cullens geschworen haben, dass sie anders sind, dass sie keine Menschen gefährden. Sie haben versprochen, nie mehr irgendjemanden zu töten oder zu verwandeln. Wenn sie ihr Wort brechen, ist der Vertrag nichtig und sie sind nichts anderes als alle anderen Vampire. Wenn es so ist und wir sie dann finden...« »Aber Jake, hast du den Vertrag nicht schon gebrochen?«, fragte ich, bereit, mich an jeden Strohhalm zu klammern. »War es euch nicht verboten, anderen von Vampiren zu erzählen?
Und du hast mir davon erzählt. Ist der Vertrag dann überhaupt noch gültig? Daran wurde Jacob nicht gern erinnert. Sein Blick wurde feindselig. Ja, ich habe den Vertrag gebrochen, lange bevor ich irgendetwas davon geglaubt habe. Und ich bin mir sicher, dass Sie darüber Bescheid wissen. Er starrte wütend auf meine Stirn und mied meinen beschämten Blick. Aber das gibt Ihnen noch lange keinen Freibrief. Ein Fehler kann nicht mit einem anderen vergolten werden. Wenn Ihnen nicht passt, was ich getan habe, bleibt Ihnen nur eine Wahl. Dieselbe Wahl, die wir haben, wenn Sie den Vertrag brechen. Angriff und Krieg. So wie er das sagte, klang es unausweichlich. Ich schauderte. Jake, so muss es doch nicht kommen. Er knirschte mit den Zähnen. So ist es aber. Das Schweigen nach seinen Worten dröhnte mir in den Ohren. Wirst du mir nie verzeihen, Jacob, flüsterte ich. Kaum hatte ich die Worte ausgesprochen, bereute ich sie schon. Ich wollte seine Antwort nicht hören. Du wirst nicht mehr Bella sein, sagte er. Meine Freundin gibt es da nicht mehr. Da wird niemand sein, dem ich verzeihen könnte. Das klingt nach einem Nein, flüsterte ich. Endlos lange schauten wir uns an. Ist das jetzt der Abschied, Jake? Er blinzelte schnell. Die Überraschung vertrieb den Zorn aus seinem Blick. Warum denn? Wir haben doch noch ein paar Jahre. Können wir nicht Freunde sein, bis es soweit ist? Jahre? Nein, Jake, nicht Jahre. Ich schüttelte den Kopf und lachte trocken. Wochen kommen der Sache wohl näher. Auf seine Reaktion war ich nicht gefasst. Blitzschnell sprang er auf die Füße und es gab einen lauten Knall. Die Cola-Dose in seiner Hand war geplatzt. Die Cola spritzte überall hin und machte mich nass. Jake, beschwerte ich mich, verstummte jedoch, als ich sah, dass er am ganzen Körper vor Wut zitterte. Zornbebend starrte er mich an. Ein Knurren erhob sich in seiner Brust. Starr vor Schreck stand ich da und ich wusste nicht mehr, wie man sich bewegt. Das Beben wurde schneller, bis es so aussah, als ob er vibrierte. Sein Körper begann zu verschwimmen. Da biss Jacob die Zähne zusammen. Das Knurren verstummte. Angestrengt kniff er die Augen zu. Das Beben wurde schwächer, bis nur noch seine Hände zitterten. Wochen, sagte er tonlos. Ich konnte nichts sagen. Ich war immer noch wie erstarrt. Er schlug die Augen auf. Jetzt lag mehr als nur Zorn in seinem Blick. Er will dich in wenigen Wochen in einen dreckigen Blutsauger verwandeln, zischte er. Ich war zu perplex, um beleidigt zu sein und nickte stumm. Sein Gesicht unter der rotbraunen Haut wurde grün. Natürlich, Jake, flüsterte ich nach langem Schweigen. Er ist 17, Jacob. Und ich komme der 19 mit jedem Tag näher. Außerdem, warum noch warten? Ich will nur ihn. Was bleibt mir anderes übrig? Das war als rhetorische Frage gemeint. Seine Worte kamen wie Peitschenhiebe. Alles, alles andere. Es wäre besser, du wärst tot. Das wäre mir lieber. Ich wich zurück, als hätte er mich geschlagen. Seine Worte schmerzten mehr als ein Schlag. Und als der Schmerz mich durchzuckte, verlor auch ich die Beherrschung. Vielleicht hast du ja Glück, sagte ich hart und sprang auf. Vielleicht rase ich auf dem Rückweg in einen Laster. Ich schnappte mein Motorrad und schob es in den Regen. Jacob rührte sich nicht, als ich an ihm vorbeiging. Sobald ich auf dem kleinen, matschigen Weg war, stieg ich auf und ließ den Motor mit einem Kickstart an. Das Hinterrad spritzte den Matsch in Richtung Werkstatt und ich hoffte, dass Jacob etwas abbekommen hatte. Auf der Fahrt über die glitschige Landstraße zum Haus der Kahlens wurde ich klatschnass. Es fühlte sich an, als würde der Wind den Regen auf meine Haut gefrieren. Schon auf halber Strecke klapperten meine Zähne. Motorräder waren einfach nichts für Washington. Ich beschloss, das blöde Ding bei der erstbesten Gelegenheit zu verscherbeln. Ich schob das Motorrad in die riesige Garage der Kallens. Es überraschte mich nicht, dass Alice dort auf mich wartete. Lässig saß sie auf der Kühlerhaube ihres Porsches und strich über den glänzenden, gelben Lack. Und ich hatte noch gar keine Gelegenheit, damit zu fahren. Sie seufzte. Tut mir leid, stieß zwischen klappernden Zähnen hervor.
Du siehst aus, als könntest du eine warme Dusche gebrauchen, sagte sie und sprang leichtfüßig von dem Wagen. Oh, ja. Sie verzog den Mund und betrachtete mich eingehend. Möchtest du darüber reden? Nein. Sie nickte, doch die Neugier stand ihr ins Gesicht geschrieben. Hast du Lust, heute Abend nach Olympia zu fahren? Eigentlich nicht. Kann ich nicht nach Hause? Sie schnitt eine Grimasse. Kein Problem, Alice, sagte ich. Wenn es für dich einfacher ist, bleibe ich. Danke, sagte sie seufzend. An diesem Abend ging ich früh schlafen und rollte mich auf Edwards Sofa zusammen. Als ich wach wurde, war es noch dunkel. Ich fühlte mich wie gerädert, aber ich wusste, dass es noch nicht morgen war. Die Augen fielen mir wieder zu, ich schreckte mich und drehte mich auf die andere Seite. Es dauerte einen Moment, bis ich bemerkte, dass ich bei dieser Bewegung eigentlich hätte runterfallen müssen und dass es viel zu bequem war. Ich drehte mich wieder um und versuchte, etwas zu erkennen. Es war dunkler als letzte Nacht. Kein Mondstrahl drang durch die dichte Wolkendecke. Entschuldigung, murmelte er so leise, dass seine Stimme eins war mit der Dunkelheit. Ich wollte dich nicht wecken. Ich wachte mich steif und wartete auf den Wutausbruch, auf sein und mein. Doch in dem dunklen Zimmer blieb es ruhig. Der süße Duft unseres Wiedersehens lag in der Luft, ein anderer Duft als der seines Atems. Wenn wir getrennt waren, hinterließ die Leere einen bitteren Nachgeschmack, den ich erst bemerkte, wenn er wieder verschwunden war. Es gab keine Spannung zwischen uns. Die Stille war friedlich. Nicht wie die Ruhe vor dem Sturm, sondern wie eine klare Nacht, an die nicht einmal der Traum eines Sturms rührte. Und es war mir egal, dass ich eigentlich wütend auf ihn hätte sein müssen. Ich wollte auf überhaupt niemanden wütend sein. Ich fand seine Hände in der Dunkelheit und rückte näher an ihn heran. Er umarmte mich und zog mich an seine Brust. Meine Lippen fuhren suchend an seinem Hals entlang zum Kinn, bis ich endlich seine Lippen fand. Edward küsste mich sanft, dann lachte er leise. Ich hatte mich auf einen Zornausbruch gefasst gemacht, der selbst ein Grizzlybären in die Flucht schlagen würde. Und dann empfängst du mich so? Ich sollte dich, glaube ich, öfter wütend machen. Lass mir ein bisschen Zeit, um mich aufzuregen, sagte ich neckend und küsste ihn wieder. Ich warte, solange du willst, flüsterte er an meinem Mund. Er wühlte seine Hände in mein Haar. Mein Atem wurde unregelmäßig. Vielleicht morgen früh. Ganz, wie du möchtest. Herzlich willkommen zu Hause, sagte ich, während seine kalten Lippen an meinem Hals drückten. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Das ist schön. Machte ich und schlang die Arme noch fester um seinen Nacken. Seine Hand fuhr an meinem Ellenbogen entlang, langsam den Arm hinunter, über Rippen und Taille zur Hüfte und das Bein hinunter bis zum Knie. Dort ließ er die Hand einen Moment liegen, dann umfasste er meine Wade. Plötzlich hob er mein Bein an und schlang es um seine Hüfte. Ich hielt die Luft an. So weit ließ er es normalerweise nicht kommen. Obwohl seine Hände so kalt waren, wurde mir plötzlich warm. Er schmiegte die Lippen in meine Schulterbeuge. Nicht, dass ich deinen Zorn vorzeitig heraufbeschwören wollte, flüsterte er, aber könntest du mir vielleicht verraten, was du gegen dieses Bett hast? Ehe ich antworten konnte, ehe ich seine Worte auch nur erfasst hatte, drehte er sich auf den Rücken und zog mich auf sich. Er hielt mein Gesicht in den Händen und legte den Mund an meine Kehle. Mein Atem ging zu laut. Es war fast peinlich. Aber andere Gefühle waren stärker als diese Scham. »Das Bett«, fragte er wieder, »ich finde es schön.« »Es ist überflüssig«, stieß ich mühsam hervor. Er zog mein Gesicht wieder näher zu sich heran und wie von selbst legten meine Lippen sich auf seine. Ganz langsam drehte er sich herum, bis er über mir war. Er stützte sich so ab, dass ich sein Gewicht nicht spürte. Aber ich merkte, wie sich sein kalter Marmorkörper an meinen presste. Mein Herz hämmerte so laut, dass ich sein leises Lachen kaum hörte. Darüber kann man streiten, sagte er. Das hier würde sich auf dem Sofa schwierig gestalten. Sanft zeichnete er mit seiner eiskalten Zunge die Linie meiner Lippen nach. In meinem Kopf drehte sich alles.
Der Sauerstoff kam viel zu schnell und flach. Hast du es dir anders überlegt? Fragte ich atemlos. Vielleicht hatte er seine strengen Regeln noch einmal überdacht. Vielleicht hatte dieses Bett mehr zu bedeuten, als ich gedacht hatte. Mein Herz pochte fast schmerzhaft, während ich auf seine Antwort wartete. Mit einem Seufzer drehte Edward sich wieder auf seine Hälfte des Bettes. »Sei nicht albern, Bella«, sagte er missbilligend. Er hatte die Andeutung verstanden. »Ich wollte dir nur die Vorteile des Bettes nahebringen, das dir offenbar nicht gefällt. Bitte beherrsche dich.« »Zu spät«, murmelte ich, »und das Bett gefällt mir«, fügte ich hinzu. »Gut«, in seiner Stimme lag ein Lächeln, und er küsste mich auf die Stirn. »Mir auch.« »Aber ich finde es immer noch überflüssig«, fuhr ich fort. »Wenn wir uns beherrschen sollen, wozu brauchen wir es dann?« Er seufzte wieder. »Zum 100. Mal, Bella. Es ist zu gefährlich.« »Ich liebe die Gefahr«, sagte ich. »Ich weiß«, in seiner Stimme lag ein bissiger Unterton und mir wurde klar, dass er das Motorrad in der Garage gesehen hatte. »Ich sag dir mal, was gefährlich ist«, warf ich schnell ein, bevor er davon anfangen konnte. »Irgendwann in den nächsten Tagen werde ich einfach platzen und daran bist nur du schuld.« Er schob mich von sich weg. »Was machst du da?« fragte ich und klammerte mich an ihn. »Dich vor dem Platzen bewahren, wenn das hier zu viel für dich ist.« »Damit komme ich schon klar«, sagte ich. Er ließ zu, dass ich mich wieder in seine Arme schmiegte. »Es tut mir leid, dass ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe«, sagte er. »Ich wollte dich nicht enttäuschen. Das war nicht schön.« »Ich fand es aber sehr, sehr schön.« Er atmet tief durch. »Bist du nicht müde? Ich lasse dich jetzt lieber schlafen.« »Nein, gar nicht. Und du darfst mir gern nochmal falsche Hoffnung machen.« »Ich glaube, das ist keine gute Idee. Du bist nicht die Einzige, die sich irgendwann nicht mehr beherrschen kann.« »Doch«, grummelte ich. Er lachte. »Du hast ja keine Ahnung, Bella. Und es ist nicht sehr hilfreich, wenn du versuchst, meine Selbstbeherrschung zu untergraben.« »Dafür werde ich mich jetzt nicht entschuldigen.« »Kann ich mich entschuldigen?« »Wofür?« »Du warst wütend auf mich, weißt du noch?« »Ach das. Es tut mir leid. Ich war im Unrecht. Wenn ich dich hier bei mir habe, sehe ich alles viel klarer.« Er nahm mich fest in die Arme. »Immer wenn ich dich verlasse, drehe ich ein wenig durch. Ich glaube nicht, dass ich noch einmal so weit gehe. Das ist es nicht wert.« Ich lächelte. »Keine Pumas gefunden?« »Doch, habe ich sogar. Dennoch war es die Sorge nicht wert. Und es tut mir leid, dass ich Alice gebeten habe, dich als Geisel zu nehmen. Das war keine gute Idee.« »Stimmt«, sagte ich. »Es wird nicht wieder vorkommen.« »Okay«, sagte ich leicht ihm. Ich hatte ihm schon verziehen. »Aber Pyjama-Partys haben ja auch ihre Vorteile.« Ich schmiegte mich enger an ihn und drückte die Lippen in die Mulde über seinem Schlüsselbein. »Du darfst mich jederzeit als Geisel nehmen.« seufzte er. »Vielleicht komme ich darauf noch zurück.« »Also bin ich jetzt dran?« »Du?« Er klang verwirrt. »Mich zu entschuldigen.« »Wofür solltest du dich entschuldigen?« »Bist du mir nicht böse?« fragte ich verblüfft. »Nein.« Das klang ehrlich. Ich merkte, wie meine Augenbrauen sich zusammenzogen. »Hast du Alice nicht getroffen, als du nach Hause gekommen bist?« »Doch. Warum?« »Nimmst du ihr den Porsche jetzt wieder weg?« »Natürlich nicht. Er war ein Geschenk.« Jetzt hätte ich zu gern sein Gesicht gesehen. Es klang so, als hätte ich ihn beleidigt. »Willst du gar nicht wissen, was ich gemacht habe?« fragte ich. Allmählich verwirrte mich sein offensichtliches Desinteresse. Ich merkte, dass er mit den Achseln zuckte. »Ich möchte immer alles wissen, was du machst. Doch du musst mir nichts erzählen, wenn du es nicht möchtest.« »Aber ich bin nach La Push gefahren.« »Ich weiß.« »Und ich habe die Schule geschwänzt.« »Ich auch.«
Ich starrte in seine Richtung, strich mit den Fingern über sein Gesicht und versuchte, seine Stimmung zu ergründen. »Woher auf einmal diese Gelassenheit?«, fragte ich. Er seufzte. »Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass du recht hast. Ich hatte vor allem Vorbehalte gegen Werwölfe. Ich werde versuchen, vernünftiger zu sein und auf dein Urteil zu vertrauen. Wenn du sagst, dass keine Gefahr besteht, dann werde ich dir glauben.« »Wow!« »Und was noch wichtiger ist, ich werde nicht zulassen, dass diese Sache einen Keil zwischen uns treibt.« Ich legte den Kopf auf seine Brust und schloss die Augen. Ich war so froh. »Und«, sagte er beiläufig, »hast du vor, demnächst wieder nach La Push zu fahren?« Ich gab keine Antwort. Bei seiner Frage musste ich wieder an Jacobs Worte denken und mir schnürte sich die Kehle zu. Edward zog die falschen Schlüsse aus meinem Schweigen und meiner Anspannung. »Nur damit ich mir dann auch etwas vornehmen kann«, erklärte er schnell. »Du sollst nicht das Gefühl haben, dass du schnell wieder nach Hause musst, weil ich hier sitze und auf dich warte.« »Nein«, sagte ich, und meine Stimme klang mir selbst fremd. »Ich habe nicht vor, noch einmal hinzufahren.« »Ach so, du brauchst aber nicht meinetwegen darauf zu verzichten.« »Ich glaube, ich bin nicht mehr willkommen«, flüsterte ich. »Hast du die Katze von jemandem überfahren?«, fragte er scherzhaft. Ich wusste, dass er nicht in mich dringen wollte, aber ich hörte die Neugier in seinen Worten. »Nein«, ich holte tief Luft und murmelte dann schnell. »Ich dachte, Jacob wüsste. Ich hätte nicht gedacht, dass es ihn überraschen würde.« Edward wartete, während ich zögerte. »Er hat nicht gedacht, dass es schon so bald sein würde.« »Ach so«, sagte Edward ruhig. »Er hat gesagt, es wäre ihm lieber, wenn ich tot wäre.« Bei den letzten Worten versagte mir die Stimme. Im ersten Moment war Edward zu reglos. Er versuchte, irgendeine Reaktion zu unterdrücken, die er mir nicht zeigen wollte. Dann zog er mich sanft an seine Brust. »Das tut mir sehr leid.« »Ich dachte, du wärst froh«, flüsterte ich. »Froh über etwas, das dir weh tut«, murmelte er in mein Haar. »Wohl kaum, Bella.« Ich seufzte und entspannte mich. Ich schmiegte mich an seinen steinernen Körper. Doch er war schon wieder reglos und angespannt. »Was ist?«, fragte ich. »Nichts.« »Du kannst es mir ruhig sagen.« Er schwieg einen Moment. »Dann bist du aber vielleicht wütend.« »Ich will es trotzdem wissen.« Er seufzte. »Für das, was er zu dir gesagt hat, könnte ich ihn umbringen. Dafür möchte ich ihn gerne umbringen.« Ich lachte halbherzig. »Ein Glück, dass du dich so gut beherrschen kannst.« »Ich könnte mich vergessen«, sagte er nachdenklich. »Wenn du schon die Beherrschung verlierst, könnte ich mir eine bessere Art vorstellen.« Ich versuchte, mich zu ihm hochzuziehen, um ihn zu küssen. Er umarmte mich fester und hielt mich zurück. Er seufzte. »Muss ich immer der Vernünftige von uns beiden sein?« Ich grinste in die Dunkelheit. »Nein, überlass das ruhig mir für ein paar Minuten oder auch ein paar Stunden.« »Gute Nacht, Bella.« »Warte mal, ich wollte dich noch etwas anderes fragen.« »Was denn?« »Ich habe gestern Nacht mit Rosalie gesprochen.« Ich merkte, wie er sich wieder anspannte. »Ja, sie dachte gerade daran, als ich hereinkam. Sie hat dir einiges zum Nachdenken gegeben, nicht wahr?« Er klang besorgt. Offenbar dachte er, ich wollte darüber sprechen, weshalb ich Rosalies Meinung nach lieber ein Mensch bleiben sollte. Doch ich hätte etwas Drängenderes auf dem Herzen. »Sie hat mir ein bisschen etwas erzählt von der Zeit, als eure Familie in Dinelli gelebt hat.« Eine Weile sagten wir beide nichts. Er wirkte überrascht. »Und?« »Sie sagte etwas von vielen weiblichen Vampiren und dir.« Er gab keine Antwort, obwohl ich lange wartete. »Keine Sorge«, sagte ich, als das Schweigen unbehaglich wurde. »Sie hat nicht gesagt, dass du irgendeine besonders mochtest. Aber ich habe mich gefragt, weißt du,
ob es bei einer von ihnen so war. Dass sie dich besonders mochte, meinte ich. Wieder schwieg er. Welche? Fragte ich und versuchte, es beiläufig klingen zu lassen, was mir nicht ganz gelang. Oder war es mehr als eine? Keine Antwort. Ich hätte zu gern sein Gesicht gesehen, dann hätte ich erraten können, was das Schweigen bedeutete. Alice wird's mir erzählen, sagte ich. Ich gehe direkt zu ihr und frag sie. Er hielt mich so fest, dass ich mich keinen Zentimeter von der Stelle bewegen konnte. Es ist schon spät, sagte er. In seiner Stimme lag ein Unterton, der mir ganz neu war. Irgendwie nervös, vielleicht auch ein wenig verlegen. Außerdem glaube ich, Alice ist ausgegangen. Es ist schlimm, vermutete ich. Es ist richtig schlimm, oder? Ich geriet in Panik. Mein Herz begann zu rasen, als mir klar wurde, dass ich eine umwerfend schöne, unsterbliche Rivalin hatte, von deren Existenz ich bisher nichts geahnt hatte. »Beruhige dich, Bella«, sagte er und gab mir einen Kuss auf die Nasenspitze. »Du benimmst dich albern.« »Ach ja? Warum erzählst du es mir dann nicht?« »Weil es da nichts zu erzählen gibt. Du machst aus einer Mücke einen Elefanten.« »Welche war es?« fragte ich wieder. Er seufzte. Tanja zeigte ein wenig Interesse. Ich habe ihr auf sehr höfliche, galante Weise zu verstehen gegeben, dass dieses Interesse nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Das war's. Ich versuchte ganz ruhig zu sprechen. Sag mal, wie sieht Tanja aus? Wie wir alle aussehen. Weiße Haut, goldene Augen, sagte er zu schnell. Und natürlich ist sie außergewöhnlich schön. Er zuckte die Achseln. Vermutlich ja, für menschliche Augen, sagte er gleichgültig. Aber weißt du was? Was? Fragte ich gereizt. Er legte die Lippen an mein Ohr, sein kalter Atem kitzelte mich. Ich mag lieber Dunkelhaarige. Sie ist also blond, das hätte ich mir denken können. Rotblond, überhaupt nicht mein Typ. Ich dachte eine Weile darüber nach und versuchte mich zu konzentrieren, während seine Lippen langsam an meiner Wange entlang strichen. Meinen Hals hinunter und wieder herauf. Das machte er dreimal, bevor ich wieder etwas sagte. Dann, glaube ich, ist das in Ordnung. Machte er leise an meiner Haut. Du bist ziemlich hinreißend, wenn du eifersüchtig bist. Es hat einen erstaunlichen Reiz. Ich starrte wütend in die Dunkelheit. Es ist spät, sagte er wieder. Seine Stimme war jetzt fast ein Summen. Weicher als Seide. Schlaf, meine Bella, träum süß. Du bist die Einzige, die je mein Herz berührt hat. Es wird immer dir gehören. Schlaf, meine einzigst Geliebte. Er begann mein Schlaflied zu singen und ich wusste, dass nur eine Frage der Zeit war, bis ich mich geschlagen geben musste. Also schloss ich die Augen und kuschelte mich noch enger an seine Brust.